Sind Sie es gewohnt, auf Ihrem langen Weg zur Arbeit Anhalter mitzunehmen? Dann sollten Sie sich über den Anhalterbetrug informieren. Bei diesem Trick werden ahnungslose Autofahrer ausgenutzt. Der Betrug beginnt in der Regel damit, dass eine Person, die sich als Anhalter ausgibt, ein Auto am Straßenrand anhält. Sie behaupten, sie seien gestrandet oder bräuchten eine Mitfahrgelegenheit in eine nahegelegene Stadt. In manchen Fällen bitten die Anhalter den Fahrer, an einem bestimmten Ort anzuhalten. Z2B an einer Tankstelle oder einem Supermarkt, wo sie dann mit dem Geld oder anderen Wertgegenständen des Fahrers verschwinden. Dieser Betrug kann auch in Gruppen durchgeführt werden, wobei eine Gruppe von Personen ein Auto anhält und um eine Mitfahrgelegenheit bittet. Sobald sich das Auto in Bewegung gesetzt hat, bedrohen sie den Fahrer und stehlen Geld, Wertsachen oder sogar das Auto selbst. Es ist wichtig, sich dieser Masche bewusst zu sein und bei der Mitnahme von Anhaltern immer vorsichtig zu sein. Geben Sie am besten niemandem Geld oder andere Wertsachen, der behauptet, eine Mitfahrgelegenheit zu benötigen. Und halten Sie nie an einem Ort an, der nicht sicher oder bekannt ist. Anhalter sind nicht der einzige Grund, warum man im Straßenverkehr in Schwierigkeiten geraten kann. Eine Käsescheibe ist nichts, was Sie auf Ihrem geparkten Auto erwarten würden. Stimmt's? Nun, es könnte ein Hinweis auf etwas sehr Gefährliches sein. Eine Frau erzählte im Internet von einem solchen Erlebnis und dachte, es handele sich nur um einen Scherz eines Jugendlichen aus der Nachbarschaft. Sie beschloss, eine Freundin anzurufen und sie um Hilfe beim Reinigen des Autos zu bitten. Doch als die beiden Damen begannen, den geschmolzenen Käse von der Windschutzscheibe zu reiben, sahen sie etwas Seltsames in der Nähe. Sie erinnerte sich, dass sie einen weißen Lieferwagen hatte ankommen sehen. Darin saßen ein paar Männer, die sie misstrauisch anstarrten. Da sie nicht allein war, beschloss sie, dass es sicher genug war, das Auto fertig zu putzen, auch wenn sie sich nicht wohl dabei fühlten, angestarrt zu werden. Sie brauchten fast eine Stunde, um den Käse abzukratzen, der durch die Hitze geschmolzen war. Sie fragte sich allerdings, ob dies nicht eine Taktik war, um eine Person auszurauben. Denn die meisten Leute wären so sehr damit beschäftigt, das Chaos in ihrem Auto zu beseitigen, dass sie nicht auf die Dinge achten würden, die sie im Auto gelassen haben, wie Taschen, Geldbörsen oder sogar die letzten Einkäufe. Oder schlimmer noch, was wäre, wenn es eine Entführungsstrategie wäre? Der klebrige Käse würde eine Person dazu bringen, sich ganz auf die Reparatur des Autos zu konzentrieren, sodass sie nicht in der Lage wäre, verdächtige Personen zu sehen, die zu gegebener Zeit auf sie zukommen. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Geschichte: Wenn Sie jemals ein Stück Käse an Ihrem Auto sehen, können Sie es genauso gut so lassen, solange es nicht die Sicht behindert und das Fahren nicht wirklich beeinträchtigt. Am sichersten ist es, wenn Sie es einfach zu Hause reinigen. Oder bringen Sie es in die nächste Autowaschanlage. Dort weiß man, wie man das Fahrzeug am besten reinigt, ohne den Lack zu beschädigen. Sicher, die Masche mit dem Käsestück auf einem Auto könnte nur ein Zufall sein. Aber manche Betrügereien sind seriöser. Die nächste ist eine recht ungewöhnliche Methode, um anderen Leuten das Auto wegzunehmen. Wenn Sie ein T-Shirt oder einen Kapuzenpullover an Ihrer Windschutzscheibe oder sogar zwischen den Wischerblättern entdecken, sollten Sie es nicht so schnell wegnehmen. Auch hier kann es absichtlich dort platziert sein, um Sie abzulenken, während Ihr Auto weggebracht wird. Fahren Sie so schnell wie möglich weg, wenn Sie können, und begeben Sie sich an einen sicheren Ort, der gut beleuchtet ist und an dem sich viele Menschen aufhalten. Dort können Sie den Gegenstand, den Sie am Auto haben, gefahrlos entfernen. Manche Leute haben sogar schon Geld unter ihren Wischerblättern gefunden. Man kann sich leicht vorstellen, dass derjenige, der es dort hinterlassen hat, wahrscheinlich die gleiche Absicht hatte. Es gibt Methoden, mit denen Sie die Wahrscheinlichkeit verringern können, dass Ihnen Ihr Auto weggeschnappt wird. Halten Sie Ihre Reifen zum Bordstein hingedreht, wenn Sie Ihr Auto abstellen. Wenn sich die Räder Ihres Autos in dieser Position befinden, ist es für Diebe unwahrscheinlicher, dass Sie sich mit dem Fahrzeug fortbewegen können. Sie sehen, dass Ihr Auto mehr Zeit und Energie benötigt, um bewegt zu werden, sodass es weniger leicht zu entwenden ist. Leider sind Betrügereien im Straßenverkehr keine Seltenheit. Und eine der am weitesten verbreiteten Arten ist der berüchtigte Abschleppwagenbetrug. Bei dieser Masche werden Öl, Metallnägel oder Glasscherben auf der Straße hinterlassen und darauf gewartet, dass Autofahrer in die Falle tappen. Wenn Ihr Auto in einer solchen Situation beschädigt wird, tauchen die Betrüger plötzlich aus dem Nichts auf und bieten Ihnen Abschleppdienste zu extrem hohen Preisen an. Sie werden versuchen, Sie unter Druck zu setzen, damit Sie Ihre Dienste in Anspruch nehmen, da Sie diese Fallen meist an strategisch günstigen Orten aufstellen. Sie sorgen dafür, dass die Leute dort festsitzen, wo die Sicht schlecht ist und keine Tankstelle in Sicht ist, an der sie den Schaden an ihrem Auto begutachten können. In einer Situation,
in der sie keine andere Möglichkeit haben, als die Zustimmung zum Abschleppen ihres Fahrzeugs zu geben, werden sie die Situation auch ausnutzen und ihr Fahrzeug in Werkstätten bringen, die nicht von ihrer Versicherungsgesellschaft zugelassen sind. Das bedeutet, dass sie noch mehr Geld bezahlen müssen, um ihr Auto wiederzubekommen. Wenn sie lange genug Auto gefahren sind, wissen sie, dass der Fahrer, der auf ein anderes Fahrzeug auffährt, immer schuld ist. Das liegt daran, dass sie immer einen ausreichenden Abstand zum Auto vor ihnen halten sollten, damit sie das Auto im Notfall sicher anhalten können. Manche Betrüger nutzen dies aus, indem sie immer wieder plötzlich bremsen, sodass sie auffahren. Diese gefährliche Taktik wird angewandt, um Geld für angebliche Schäden und sogar für fingierte medizinische Kosten zu erhalten. Um zu vermeiden, dass sie Opfer eines solchen Betrugs werden, sollten sie ihre Geschwindigkeit verringern und einen Sicherheitsabstand einhalten. Insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder chaotischen Fahrern. Wenn Sie im Straßenverkehr von einem Betrüger belästigt werden, fahren Sie am besten zur nächsten Polizeistation und erstatten Sie Anzeige. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie fahren auf der Straße und plötzlich wird ein Motorradfahrer auf Sie aufmerksam und weist Sie darauf hin, dass Ihre Reifen rauchen. Sie halten schnell an den Straßenrand an. Der Motorradfahrer bietet Ihnen daraufhin Hilfe an, indem er einen Mechaniker anruft, der Ihre Reifen überprüfen soll. Überraschenderweise ist der Mechaniker sehr schnell zur Stelle, schaltet aber Ihre Bremsanlage aus, während er die Ursache für den Rauch untersucht. Dann bittet er Sie, Ihre Bremsen zu testen, die natürlich nicht funktionieren, da er sie bereits deaktiviert hat. Unter dem Vorwand, Ihnen helfen zu wollen, bietet er Ihnen an, Ihre Bremsen zu reparieren, verlangt dafür aber einen enormen Preis. Die Moral von der Geschichte: Halten Sie sich an den Mechaniker oder das Abschleppunternehmen Ihres Vertrauens. Man weiß nie, wem man auf der Straße begegnet. Manche Betrügereien sind nicht einmal das. Sie sind nur urbane Legenden. Viele Menschen behaupten, den Wrong Way Man auf den Straßen gesehen zu haben. In einer Version dieser Geschichte geht es um einen Mann, der auf Einbahnstraßen in die entgegengesetzte Richtung fährt und Chaos und Verwirrung stiftet, weil andere Autofahrer versuchen, ihm auszuweichen. Der Mann soll verrückt und gefährlich sein, mit einem wilden Blick in den Augen und einer Vorliebe für rücksichtsloses Fahren. Andere Geschichten besagen, dass er gar nicht fährt, sondern dass Sie, wenn Sie diese mysteriöse Person am Straßenrand gesehen haben, während Sie nach Hause fahren, umdrehen sollten, um mindestens eine Woche lang nicht mehr zu Ihrem Haus zurückzukehren. Das heißt, wenn Sie nicht wollen, dass etwas Schlimmes passiert. Es gibt unzählige Geschichten über beinahe Unfälle und beinahe Zusammenstöße mit dieser mysteriösen Gestalt. Einige sagen sogar, sie seien von dem Mann angefahren worden und hätten dabei schwere Verletzungen erlitten. Trotz der vielen Sichtungen und Geschichten gibt es keine konkreten Beweise dafür, dass der Falschfahrer tatsächlich existiert. Viele Experten glauben, dass es sich bei der Legende lediglich um ein abschreckendes Märchen handelt, das die Menschen daran erinnern soll, auf ihre Umgebung zu achten und sicher zu fahren. Dennoch hält sich die Legende hartnäckig und wird von Generation zu Generation weitergegeben, was sie zu einem der beständigsten urbanen Mythen aller Zeiten macht. Die Anomalie der Ostsee. 2011 tauchte ein Team auf den Grund der nördlichen Ostsee. Sie gingen auf Schatzsuche, aber was sie fanden, war ein seltsames Objekt. Sie machten Fotos davon. Einige Leute, die sie sahen, glaubten, es sei ein versunkenes Raumschiff einer anderen Zivilisation. Andere gingen davon aus, dass dieses Objekt auf natürliche Weise entstanden ist. Allerdings konnten die Metalle im Inneren dieses Objekts nicht auf natürliche Weise entstanden sein. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass dieses Objekt vor langer Zeit in der Eiszeit auftauchte. Vielleicht war es ein Meteorit, der damals unter dem Eis eingeschlossen wurde. Vom Mahlstrom hast du bestimmt schon gehört. Es ist ein Strudel, eine Art mächtige Rotationsströmung, die entsteht, wenn zwei Strömungen zusammenstoßen. Auch die Wikinger hatten Angst vor Mahlströmen, denn ihre Kräfte sind so stark, dass sie ihre großen Schiffe versenken konnten. Diese Rotationsströmungen sind auch heute noch gefährlich, aber zum Glück nicht für unsere großen modernen Schiffe, weil sie groß genug sind, um der Kraft des Strudels zu trotzen. Dennoch hat auch ein Kreuzfahrtschiff mit dem Strudel zu kämpfen, denn es tauchen massive Wellen auf, die selbst so große Schiffe ins Wanken bringen. So ein Strudel ist sogar stark genug, um als schwarzes Loch durchzugehen. Ja, schwarze Löcher gibt es nicht nur in den unendlichen Weiten des Weltalls, sondern auch auf unserem Planeten als Wirbel im Ozean. Und sie ähneln den schwarzen Löchern aus dem Weltall, weil sie auch so dicht gepackt sind, dass nichts entkommen kann, was sie einmal angezogen haben.
Die unter Wasser liegenden schwarzen Löcher haben oft einen Durchmesser von 150 Kilometern. Falls du in eines gerätst, würdest du es wahrscheinlich gar nicht erkennen. Diese schwarzen Löcher verhalten sich wie Wirbel und wegen ihrer Größe können selbst Fachleute ihre Grenzen kaum erkennen. Jetzt kommt etwas Entspannendes für deinen nächsten Strandurlaub. Halte deine Augen offen für ein optisches Phänomen, das man grünen Blitz nennt. Du kannst ihn kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang sehen. Er tritt auf, wenn die Sonne fast vollständig unter dem Horizont steht und nur ihr oberer Rand sichtbar ist. Dann scheint für ein oder zwei Sekunden dieser obere Rand grün. Das liegt daran, dass du die Sonne durch dickere Schichten der Atmosphäre siehst. Wenn sie unter den Horizont sinkt, wird das Licht durch die Atmosphäre gebrochen und gestreut. Warte auf einen klaren Tag ohne Wolken oder Dunst am Horizont, dann siehst du dieses Phänomen am besten. Du hast dich auf ein schönes Badevergnügen gefreut, aber zu deinem Entsetzen ist das Wasser rot. Da solltest du besser nicht reingehen. Florida ist für diese roten Gezeiten bekannt. Sie treten auf, wenn die Konzentration einer bestimmten mikroskopisch kleinen Alge höher als normal ist. Tausende Salz- und Süßwasseralgenarten sind harmlos für Tiere und Menschen. Sie halten uns quasi am Leben, weil sie eine wichtige Sauerstoffquelle sind. Aber einige, wie die Algen, die das Meer rot färben, können für Meerestiere gefährlich werden, wie Schildkröten, Fische und Seevögel. Diese Art wächst unkontrolliert und produziert Neurotoxine, die auch für uns schädlich sind, vor allem für Menschen mit Atemwegsproblemen. Gehörst du dazu, dann solltest du Gebiete mit roter Flut meiden, vor allem wenn ein starker Wind weht, der die Algen an die Küste treibt. Vulkane spucken giftiges Gas, Asche und glühende Lava aus. Das sind jedenfalls die offensichtlichsten Gefahren. Unterwasservulkane haben aber ihre eigenen Tücken. Wenn sie in flachen Gewässern sind, zeigen sie sich durch Gesteinstrümmer und Dampf, die sie über die Oberfläche rausschleudern. Da diese Vulkane von Wasser umgeben sind, verhalten sie sich anders als Vulkane an Land. Wenn sie ausbrechen, läuft nämlich mehr Wasser in die aktiven Schlote. Lava kann sich auch über den flachen Meeresboden ausbreiten. Manchmal fließt sie auch von Landvulkanen ins Meer. Aber im Wasser kühlt sie schnell ab und übrig bleiben große Mengen vulkanischen Schutz. Kennst du die beliebten schwarzen Sandstrände auf Hawaii oder von Teneriffa? So sind sie entstanden. Heiße Lava und starke Eruptionen klingen nicht gerade gemütlich. Und Unterwasservulkane in tieferen Gewässern sind auch gefährlich, auch wenn sie nicht gleich ausbrechen. Sie produzieren Blasen und diese Blasen verringern die Dichte des umliegenden Wassers, wodurch Schiffe einfach untergehen. Dazu kommt noch, dass du von der Meeresoberfläche aus nicht erkennen kannst, dass etwas nicht stimmt. Aber diese winzigen Blasen sorgen dafür, dass das Schiff Auftrieb verliert und das ohne Vorwarnung. Die Kreuzsee ist ein seltenes Phänomen, das schön aussieht, aber sehr gefährlich ist. Es sind quadratische Wellen, die in flachen Gebieten auftauchen. Besonders eindrucksvoll kannst du sie von der französischen Insel Île de Ré oder an einigen Stränden in Tel Aviv beobachten. Aber die Kreuzsee taucht auch in vielen anderen Küstengebieten der Welt auf. Sie entsteht, wenn zwei Wellenmuster in einem schrägen Winkel verlaufen. Dann bilden sie dieses Schachbrettmuster. Es müssen also zwei Wellen aufeinandertreffen oder eine Welle wird von einer Düne in eine Richtung gedrückt, während starker Wind sie in die andere drückt. Diese quadratischen Wellen können gefährlich werden für Schwimmer und Bootsfahrer. Die von starken Meeresströmungen erzeugten Wellen sind unberechenbar und türmen sich auf, manchmal bis zu 3 Meter. Man nennt sie auch weiße Wände. Und sie sind so stark, dass sie auch große Boote zum Kentern bringen. Wenn du ein Glas mit Meerwasser füllst und es dir genauer ansiehst, siehst du darin sehr kleine Partikel. Meerwasser enthält gelöste Salze, Fette, Algen, Proteine und andere künstliche und organische Stoffe. Wenn du das Glas jetzt schüttelst, siehst du, wie sich kleine Bläschen auf der Oberfläche bilden. So entsteht Meerschaum. Wellen und Wind wirbeln den Ozean auf.
Falls du mal eine dicke Gischt siehst, dann wird die durch Algenblüten verursacht worden sein. Wenn Algenblüten im Meer zerfallen, werden sie Richtung Festland getrieben. Meistens ist Meerschaum für Menschen nicht gefährlich, aber wenn sich darunter die zerfallenen Algenblüten mischen, kann das negative Auswirkungen auf die Umwelt und uns Menschen haben. Wenn zum Beispiel die Schaumblasen platzen, werden die darin enthaltenen Giftstoffe in die Luft freigesetzt, die deine Augen reizen und andere gesundheitliche Probleme verursachen können. Du kannst Gezeitenwellen in Gebieten sehen, in denen ein Fluss in ein Meer mündet. Das ist eine starke Flut, die gegen die Strömung läuft und den Fluss anschwellen lässt. Gezeitenwellen fallen in die Kategorie der Sturmflut, weil sie eine plötzliche Veränderung der Tiefe verursachen. Positive Gezeitenwellen drücken das Wasser in den Fluss zurück und er wird tiefer. Die negativen ziehen das Wasser aus dem Fluss und er wird flacher. Solche Gezeitenwellen kannst du aber nicht überall sehen, denn der Fluss muss ziemlich flach sein und eine schmale Mündung ins Meer haben. Die Stelle, wo Fluss und Meer sich vereinen, muss aber breit sein und der Bereich zwischen Ebbe und Flut muss mindestens 6 Meter betragen. Natürlich gibt es Ausnahmen wie den Amazonas, den größten Fluss der Erde. Die Mündung des Amazonas ist zwar nicht schmal, trotzdem wird der Fluss von den Gezeiten geplagt, weil seine Mündung seicht ist und viele Sandbänke und tiefliegende Inseln hat. Die Gezeitenwellen sind dort so stark, dass der Fluss nicht einmal ein Delta hat. Seine Sedimente fließen direkt in den Atlantischen Ozean, wo sie von der Strömung mitgerissen werden. Die Gezeitenströmung ist oft unvorhersehbar und kann extrem rau werden. In einigen Fällen verändert sie sogar die Farbe des Flusses von grünbläulich zu braun. Auch die Vegetation wird in Mitleidenschaft gezogen. Selbst Bäume werden entwurzelt. Freizeitsportarten wie Kajakfahren oder Flusssurfen ist in diesen Gegenden also ziemlich gefährlich. Wenn du dir Gezeitenwellen mal anschauen willst, sei vorsichtig. Sie könnten über deinen Aussichtspunkt hinwegfegen und dich in den aufgewühlten Fluss ziehen. Hey, schon mal was vom Feuerregenbogen gehört? Ich auch nicht. Und was ist mit einem Zirkumhorizontalbogen? Auch nicht. Aber damit du es weißt, das ist ein und dasselbe. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Gemälde. Oder wie ein regenbogenfarbener Spritzer am Himmel. Trotz des Namens hat das nichts mit Feuer oder Regen zu tun. Dieses seltene Phänomen tritt auf, wenn die Sonne durch Eiswolken scheint. Genauso einzigartig sind die Regenbogen-Halos. Auch dafür muss es Eiskristalle in den Wolken geben, damit die Erdoberfläche das Licht der Sonne zu einem perfekten Ring biegt. Das Gleiche kann auch durch das Mondlicht entstehen. Der einzige Unterschied ist, dass Mond-Halos weiß sind und Sonnen-Halos in Regenbogenfarben leuchten. Wenn du gerne hoch hinaus wanderst, gehörst du vielleicht zu den Glücklichen, die schon über Büßereis gestolpert sind. Das sind natürlich geformte Eiszapfen. Damit sie sich bilden, muss es sehr kalt und die Luft sehr trocken sein, was in höheren Gebieten der Fall ist. Das Sonnenlicht verwandelt Eis direkt in Dampf, überspringt also den flüssigen Zustand, wodurch diese Eiszacken auf der Erdoberfläche auftauchen. Sie sehen irgendwie niedlich aus, können aber bis zu 4,5 Meter hoch werden. Was passiert, wenn kleine Lavatröpfchen vom Wind weggefegt werden? Es entstehen Pelés Haare. Ich erklär's dir. Das Wort Pelé stammt von einem alten hawaiianischen Symbol für Vulkane. Wenn der Wind kleine Lavatröpfchen aufnimmt, spannt er sie zu haarähnlichen Strängen, ähnlich wie bei der Herstellung von Glasfaserdraht. Diese zarten Stränge können bis zu 2 Meter lang werden. In seltenen Fällen regnet es, auch wenn du keine Wolken siehst. Wirklich? Schauen wir uns dieses seltene Phänomen mal genauer an. Man nennt ihn übrigens auch Sonnenregen, weil es so aussieht, als würde die Sonne regnen. Aber Regen kann nicht direkt von einem Stern fallen. Die Erklärung dafür ist aber einfach. Die Regenwolken sind in einiger Entfernung und wenn die Sonnenstrahlen schräg einfallen, sind diese Wolken nicht mehr zu sehen. Wenn dann noch ein bisschen Wind dazukommt, der den Regen in deine Richtung bläst, tada, bekommst du einen Sonnenschauer. In Bolivien gibt es einen Ort, der Salar de Uyuni heißt. Es ist die größte Salzwüste der Welt. Und dort befindet sich auch die Hälfte der weltweiten Lithiumvorkommen. Lithium brauchen wir, um Batterien herzustellen. Und was ist noch so besonders an diesem Ort?
Immer wenn es regnet, verwandelt sich dieses flache Land in einen spiegelnden See. Woran denkst du, wenn du Blutstrom hörst? An einen Horrorfilm? Keine Angst, das ist nur ein Wasserfall, der in einer der trockensten Regionen der Antarktis liegt. Er entspringt aus einem unterirdischen See, in dem besondere Bakterien leben. Diese kleinen Organismen nutzen Sulfate als Brennstoff anstatt Zucker, was sie für die Wissenschaft sehr interessant macht. Das Wasser in diesem See ist so eisenhaltig, dass, wenn es mit Luft in Verbindung kommt, rostet. Daher ist der Wasserfall rot und bekam seinen Markennamen. Du kennst vielleicht das Lied Desert Rose. Die Wüstenrose ist aber nicht seiner Fantasie entsprungen, sondern gibt es tatsächlich. Es ist aber keine Pflanze, sondern eine einzigartige Form aus mineralischem Gips. Wüstenrosen bildeten sich an diesem trockenen, sandigen Ort, weil er gelegentlich überschwemmt wurde. Durch den ständigen Wechsel zwischen feuchter und trockener Umgebung bildeten sich Gipskristalle zwischen den Sandkörnern, wodurch diese rosenartigen Formationen entstanden. Schon mal was vom Auge der Sahara gehört? In der Wissenschaft versucht man immer noch herauszufinden, wie es entstanden ist. Du kannst es nur sehen, wenn du drüber fliegst. Es ist eine natürlich geformte Kuppel, die vor etwa 100 Millionen Jahren entstanden ist. Nein, ich war nicht dabei. Ihr Durchmesser beträgt etwa 40 Kilometer und sie besteht aus einer Reihe konzentrischer Ringe. Der größte zentrale Bereich hat einen Durchmesser von etwa 30 Kilometern. Übrigens waren es Astronauten, die das Auge der Sahara zuerst gesehen haben. Seitdem wird es stetig erforscht. Wenn Astronauten das Auge der Sahara sehen, wissen sie, dass die Landung in Florida kurz bevorsteht. Die buntesten Bäume der Welt stehen auf den Philippinen und in Indonesien. Diese Baumart wird Regenbogen-Eukalyptus genannt. Diesen Namen bekam der Baum wegen seiner Rinde, die ihre Farbe wechselt und sich mit dem Alter des Baumes ablöst. Die leuchtend grüne Rinde ist die jüngste. Sie enthält noch viel Chlorophyll, was auch in Blättern vorkommt. Irgendwann färbt sich die Rinde violett und dann rot und schließlich wird sie braun, weil sie immer mehr Chlorophyll verliert. Das sieht zwar aus wie ein prächtiger Wald, ist aber nur ein einziger Baum. Nein, es handelt sich nicht um eine Art optische Täuschung. Lass mich es dir erklären. Im Boden befindet sich ein komplexes Wurzelgeflecht, das rund 50.000 baumähnliche Formen miteinander verbindet. Das, was du über dem Boden siehst, wird Espe genannt. Einige dieser Bäume gehören zu den ältesten und größten Organismen der Welt. Nun, das hier scheint ein gutes Reiseziel zu sein. Oder vielleicht doch nicht. Laut aktuellen Daten der NASA ist der Maracaibo-See in Venezuela weltweit der blitzreichste Ort. In einem Jahr kann es dort 300 Tage gewittern. Aber was macht dieses Gebiet so einzigartig, dass sich dort so oft Gewitter zusammenbrauen? Das liegt an der kühlen Bergluft, die auf eine warme, feuchte Brise trifft und Elektrizität über dem See erzeugt. Die Eternal Flame Falls befinden sich im Hinterland von New York, nahe der kanadischen Grenze. Dort gibt es einen kleinen Wasserfall mit einem großen Geheimnis, und zwar eine Flamme, die etwa 20 cm groß ist. Wie das? Dort gibt es ein Erdgasvorkommen, das die Flamme hinter dem Wasserfall mit Brennstoff versorgt. Wanderer zünden sie auch immer wieder an, wenn sie ausgeblasen wurde. Dieses Phänomen ist gar nicht mal so selten, aber diese Flamme wurde berühmt, weil sie die jüngste ist. Außerdem sieht sie auf Bildern sehr gut aus. Du kennst gelben Sand und auch weißen und von schwarzem Sand hast du auch schon gehört. Aber kennst du auch die grünen Strände? Papakolea, auch bekannt als Green Sand Beach, liegt auf Hawaii und ist einer der wenigen Strände auf der Welt, der grünen Sand hat. Diese Färbung stammt vom Olivingestein, das durch einen Vulkanausbruch in der Nähe entstanden ist. Eigentlich sind auf Hawaii alle Vulkane in der Nähe. Lassen wir den grünen Sand hinter uns und bestaunen andere Strände, die nachts leuchten können. Und das auf ganz natürliche Weise. Wer ist schuld daran? Der winzige Phytoplankton oder Mikroalgen, wie sie auch genannt werden. Das sind kleine Pflanzen, die Chlorophyll enthalten und Sonnenlicht brauchen, um zu leben und zu wachsen. Die meisten Phytoplanktonarten schwimmen im oberen Teil des Ozeans, wo das Sonnenlicht sie noch erreicht. Wenn das Phytoplankton durch die Bewegung von Wellen und Strömungen aufgewühlt wird, sendet es Licht aus, wodurch das nächtliche Glühen entsteht. Diese Mikroorganismen kommen an Stränden auf der ganzen Welt vor, beispielsweise auf den Malediven, in Puerto Rico und in den Everglades.
Am Fuße eines Berges in der Nähe von Afton, Wyoming, USA, gibt es einen kleinen Fluss, der Intermittent Spring genannt wird. Von dieser Art gibt es nur 3 auf der ganzen Welt. Aber was macht diese Quelle so geheimnisvoll? Naja, wahrscheinlich die Tatsache, dass sie rhythmisch sprudelt. Wissenschaftlich konnte noch nicht geklärt werden, warum das so ist. Es wird vermutet, dass es sich um einen Siphon-Effekt handelt, der tief im Boden stattfindet und dafür sorgt, dass der Fluss stoppt und fließt. Wenn du das sehen möchtest, solltest du im Spätsommer kommen, denn dann ist die intermittierende Quelle am aktivsten. Irgendwie lustig. Spring heißt Brunnen und Frühling und den soll man sich im Spätsommer angucken? Da passt doch was nicht zusammen. Okay, ich bin fertig. Hallo werte Gäste und herzlich willkommen im Aquarium Sonnenseite. Hier können Sie die gefährlichsten Meereslebewesen bestaunen, aber Vorsicht! Es ist durchaus möglich, diesen Kreaturen auch bei einem Spaziergang am Strand zu begegnen. Sieh sie dir genau an, um eine mögliche Katastrophe zu vermeiden. Ist es ein Fisch oder ein Stein? Was du hier siehst, ist ein sogenannter Steinfisch, offiziell bekannt als Sinensia verrucosa. Wenn du gerne tauchst und die Unterwasserwelt erkundest, bist du vielleicht schon mal, ohne es zu wissen, einem über den Weg gelaufen. Seine Erscheinung macht es beinahe unmöglich, ihn von echten Steinen zu unterscheiden. Erst recht, wenn du eine vernebelte Taucherbrille trägst. Nimm dich lieber in Acht, denn die Konsequenzen einer Begegnung können unangenehm sein. Der Steinfisch ist einer der giftigsten uns bekannten Fische. Obwohl es auch Steinfischarten gibt, die in Flüssen leben, findest du die meisten in den Korallenriffen des tropischen Pazifiks und Indischen Ozeans. Ihre nadelartigen, dorsalen Stacheln weisen aufrecht nach oben, wenn er sich bedroht fühlt. Mit ihnen injiziert er sein Gift. Zu den meisten unschönen Zusammenstößen kommt es, wenn Schwimmer versehentlich auf einen Steinfisch treten. Aber du brauchst nicht mal im Wasser zu sein, um gestochen zu werden. Steinfische überleben nämlich sagenhafte 24 Stunden außerhalb des Wassers. Achte daher auch am Strand darauf, wohin du trittst. Wer einmal von einem Steinfisch gestochen wurde, beschreibt die Erfahrung als extrem qualvoll. Das Gift kann zu einer Infektion führen. In manchen Fällen kann es sogar zu einer Schockreaktion und Lähmung kommen. Das mag dich jetzt überraschen, aber richtig zubereitet sind Steinfische problemlos essbar. Beim Erhitzen zerfällt das Gift. Und wenn die dorsalen Flossen, die das Gift enthalten, entfernt werden, wird roher Steinfisch sogar zu Sashimi verarbeitet. Dieses Biest mag aussehen, als wäre es direkt einem Science-Fiction-Film entsprungen, aber es ist ein reales Tier. Darf ich vorstellen, die blau geringelte Krake. Lass dich nicht von ihrer geringen Größe von nur 12 bis 20 Zentimetern inklusive Tentakel täuschen, denn sie enthalten genug Gift, um innerhalb von Minuten 26 Menschen auszuschalten. Genauso wie Steinfische leben die blau geringelten Kraken im Pazifik und Indischen Ozean zwischen Japan und Australien. Normalerweise findet man sie in Korallenriffen und in steinigen Bereichen des Meeresbodens. Manchmal verschlägt es sie auch in Gezeitenbecken, Seegras und Algenmatten. Blau geringelte Kraken sind von Natur aus nicht aggressiv. Wenn sie nicht auf der Suche nach Nahrung, wie Krabben und Garnelen oder einem Partner sind, verstecken sie sich in marinen Trümmern, Muscheln und Spalten. Nur wenn sie provoziert, in die Enge getrieben oder angefasst werden, werden sie uns Menschen gefährlich. Dann färben sie sich gelb und überall auf dem Körper erscheinen die schillernden blauen Ringe als Warnsignal für potenzielle Fressfeinde. Der Biss ist meist überraschend. Wenn du den Angriff bemerkst, ist es in der Regel schon zu spät. Das Gift verursacht Schwindel, Verlust sensorischer und motorischer Fähigkeiten und schließlich Paralyse. Lass also lieber die Finger von den Tierchen und suche schnell das Weite, wenn du eins entdeckst. Nein, das ist kein Blumenstrauß, also bitte auch nicht eines dieser rosa Dinger abpflücken. Was du hier siehst, ist nämlich ein Meereslebewesen namens Rosenseeigel. Er mag betörend aussehen, so wie ich, aber lass dich nicht in die Irre führen. Seit 2014 steht er als der gefährlichste Seeigel der Welt im Guinness-Buch der Rekorde. Rosenseeigel bewohnen die tropischen Bereiche des Indopazifiks und halten sich in Korallenriffen zwischen Steinen, Sand und Seegras in Tiefen zwischen 0 und 90 Meter auf. Ihr auffälligstes Merkmal sind ihre Pedicellarien, klauenförmige Verteidigungsorgane, wie man sie auch bei Seesternen kennt. Der Rosenseeigel unterscheidet sich von anderen Seeigelarten, weil ihre Pedicellarien, wie der Name schon sagt, an Blumen erinnern.
Sie sind rosa-weiß bis gelb-weiß und haben in der Mitte einen violetten Punkt. Unter diesen Blüten verborgen befinden sich kurze, stumpfe Stacheln. Die meisten Seeigel verabreichen ihr Gift über diese Stacheln. Rosenseeigel jedoch geben ihr Toxin über die Pedicellarien, also die Blüten, ab. Ungestört sind die Blüten tassenförmig geöffnet. Auf der Oberfläche haben sie winzige Sensoren, die auf Bedrohungen reagieren. Kommt es zum Kontakt, schnappen die Blüten blitzschnell zu und injizieren ihr Gift. Noch verrückter ist, dass die kleinen Klauen zuweilen vom Stängel abbrechen, im Opfer hängen bleiben und noch stundenlang weiter Gift an den Unglücksraben, der sie berührt hat, abgeben können. Sieht das nicht aus wie eine riesige Pfütze geschmolzenes Himbeereis? Schön wär's. Das ist eine gelbe Haarqualle, auch bekannt als Löwenmähnenqualle, gelbe Nesselqualle oder Feuerqualle. Sie bevorzugt kühlere Gewässer, daher findet man sie vor allem im arktischen Ozean sowie nördlichen Atlantik und Pazifik. Aber man kann ihnen auch bei den britischen Inseln und im skandinavischen Gewässer begegnen. Die Feuerqualle gehört zu den größten uns bekannten Quallenarten. Ihren Namen verdankt sie ihren haarähnlichen Tentakeln, die bis zu 3 Meter lang werden können. Der Kopf erreicht im Schnitt einen Durchmesser von 50 Zentimetern, aber auch Exemplare von 2 Metern Durchmesser sind bekannt. Die größte gelbe Haarqualle wurde 1865 vor der Küste von Massachusetts ausgemacht. Ihre Tentakel waren ca. 35 Meter lang, der Kopf 2 Meter breit. Zum Vergleich, das ist länger als ein Blauwal. Löwenmähnenquallen jagen, indem sie ihre langen Haartentakel auffächern und eine Falle für ihre Beute kreieren. Dank ihrer rund 1200 stechender Tentakel hat ein Fisch wenig Chancen zu entkommen. Der Stich einer Feuerqualle ist in der Regel nicht lebensbedrohlich, aber eben auch für Menschen sehr schmerzhaft. Besser, du meidest seine Tentakel. Auch wenn du eine an Land gespülte entdeckst, solltest du sie nicht anfassen. Sie kann auch lange, nachdem sie angespült wurde, Gift abgeben. Übrigens spielt in der Sherlock-Holmes-Geschichte, die Abenteuer der Löwenmähne, eine Feuerqualle als Verdächtiger eine Rolle. Aber mehr verrate ich nicht. Der letzte Meeresbewohner, den ich dir vorstellen will, ist eine Seeschlange. Und ja, sie sind nicht dasselbe wie alle. Es gibt 69 identifizierte Arten von Seeschlangen. Die meisten findet man in den tropischen und subtropischen Gewässern des Indischen und Pazifischen Ozeans. Es gibt sie schon seit Millionen Jahren. Wissenschaftler unterteilen die Seeschlangenarten in 2 Kategorien. Echte Seeschlangen und Seekreiz. Während echte Seeschlangen fast die ganze Zeit im Wasser verbringen, können Seekreiz auch länger an Land bleiben. Siehst du eine Schlange am Strand, kannst du anhand ihres Schwanzes feststellen, ob es eine Seeschlange ist oder nicht. Die Schwänze von Seeschlangen sind nämlich eher platt. In jedem Fall solltest du aber Abstand halten. Alle Seeschlangen müssen regelmäßig an die Oberfläche kommen, um zu atmen, denn sie haben keine Kiemen. So kannst du beim Schwimmen schon mal einer begegnen. In diesem Fall machst du dich lieber aus dem Staub, denn Seeschlangen verfügen meist über mehr Gift als eine durchschnittliche Kobra- oder Klapperschlange. Da sie aber nur zubeißen, wenn sie provoziert werden, kommt es selten zu Zwischenfällen. Übrigens sind Seeschlangen die einzigen Reptilien, die im Wasser lebend gebären. Die meisten Seeschlangen tragen ihre Eier im Körper und gebären beim Schwimmen voll ausgebildete Mini-Schlangen. Anders ist es bei der Gelblippenseeschlange. Die kommt an Land, um ihre Eier abzulegen. Erinnerst du dich noch an den Steinfisch zu Beginn unserer Entdeckungstour? Sie werden von Seeschlangen gejagt. Texas ist die Heimat einiger der seltsamsten, gruseligsten und ungewöhnlichsten Tiere, von denen Sie je gehört haben. Es mag überraschen, aber dieser Bundesstaat ist voll von Kreaturen, die man an anderen Orten kaum zu Gesicht bekommt. Werfen wir also einen Blick auf die erstaunlichsten von ihnen. Dieses wahrhaft schöne, leuchtend blaue Geschöpf wird als der blaue Seedrache. Trotz des imposanten Namens ist das Tier winzig, meist nicht größer als eine Weintraube. Vielleicht findest du ihn am Strand oder schwimmt neben dir im Wasser. Aber denken Sie an eines, so hübsch diese kleine Schnecke auch aussehen mag, berühren Sie sie niemals. Ein Tourist entdeckte ein paar dieser hübschen Drachen am Ufer von Mustang Island. Er hob eine der Kreaturen hoch. Er wollte sie filmen.
Zum Glück setzte er sie zurück ins Wasser, bevor sie ihn stechen konnte. Sonst hätte es böse enden können, denn der blaue Seedrache ist giftig. Trotz ihrer winzigen Größe kann ihr Stachel sehr stark sein. Das liegt an ihrer Ernährung. Ihre Lieblingsspeise ist das portugiesische Man-O-War, eine Qualle, deren Gift ausreicht, um kleine Fische und Krebstiere zu lähmen. Die blauen Drachen verwenden zunächst Schleim, um die berüchtigten Stachelzellen der Qualle zu neutralisieren. Dann stehlen sie diese Zellen aus den Tentakeln des Man-O-War und speichern und konzentrieren sie in ihrem eigenen Gewebe. Dann setzen sie diese Stachelzellen, BI, kontaktfrei, wodurch ihr eigener Stachel noch stärker wird. Sogar schlimmer als der des Seekuhflossens selbst. Diese furchteinflößenden Kreaturen sind auch äußerst heimtückisch. Obwohl ihr Aussehen gelinde gesagt leuchtend ist, sind sie bekannte Meister der Tarnung. Die leuchtend blaue Färbung stammt nämlich von ihren Bäuchen. Und wenn sie auf dem Rücken schwimmen, verschmelzen sie einfach mit dem Wasser. Ihr Rücken ist grau, um die Tiere auf dem Meeresboden zu tarnen. Eine lustige Tatsache, eine Gruppe von kleinen Drachen, die zusammenschwimmen, nennt man eine blaue Flotte. Und noch eine Tatsache, blaue Drachen legen normalerweise eine Reihe von etwa 16 Eiern und es dauert etwa 3 Tage, bis aus ihnen eine Larve schlüpft. Blaue Seedrachen schaffen es nur selten an die Küste. Sie haben einen weichen Körper und wenn die Tiere schließlich die Brandungszone durchdringen und am Ufer landen, sind sie bereits zerbrochen. Und trotzdem, Vorsicht, auch in diesem Fall verflüchtigt sich das Gift in ihrem Körper nicht. Aber natürlich sind die blauen Seedrachen nicht die einzigen ungewöhnlichen Tiere, die in Texas leben. Werfen Sie einen Blick auf diese albtraumhafte Kreatur. Giftig, schleimig und irgendwie unsterblich. Darf ich vorstellen, den Hammerkopfwurm. Und das Schlimmste daran? Er könnte in Ihrem Garten lauern, während Sie sich dieses Video ansehen. Sie können diesen Wurm leicht an seinem gruseligen, spatenförmigen Kopf erkennen. Er sieht nicht aus wie ein anderes wirbelloses Tier, das Sie je gesehen haben. Oder wie irgendein anderes Lebewesen. Zunächst wurde er nur in Osttexas gefunden. Doch später entdeckten Forscher diese gruseligen Kreaturen in Nord-, Mittel- und Südtexas. Im Grunde überall, außer in den trockenen Gebieten von Westtexas. Eines der erschreckendsten Dinge an diesem Wurm ist vielleicht seine Länge. Diese Kreatur kann bis zu 1 Meter lang werden. Glücklicherweise sind solche Giganten nicht sehr häufig. Die meisten Hammerkopfwürmer erreichen nur eine Länge von 6 Zoll. In Texas kommen 2 Arten dieser Würmer vor und beide haben einen dunklen Streifen in der Mitte. Die größere dieser beiden Arten ernährt sich von Regenwürmern, was ein großes Problem darstellt. Sie wissen vielleicht, dass Regenwürmer eine wichtige Rolle dabei spielen, den Boden reich an Mineralien und insgesamt gesund zu halten. Wenn die Regenwürmer verschwinden, erhalten die Pflanzen in solchen Gebieten nicht die Nährstoffe, die sie brauchen. Auch für Menschen und Haustiere ist die Begegnung mit einem Hammerkopfwurm nicht gerade eine angenehme Erfahrung. Hammerköpfe sind die einzigen wirbellosen Landtiere, die ein sehr gefährliches Nervengift absondern. Das gleiche, das auch Kugelfische produzieren. Dank der schieren Größe des menschlichen Körpers wird die Berührung eines Hammerhaarwurms nicht allzu sehr wehtun. Aber es kann trotzdem sein, dass ihre Hand anfängt zu kribbeln oder sogar taub wird. Für Haustiere ist er viel gefährlicher. Es hat Fälle gegeben, in denen Hunde Hammerköpfe gefressen haben, sodass sie sich den ganzen Tag lang krank fühlten. Interessanterweise sind diese Würmer in Südostasien beheimatet. Aber sie müssen die Kunst des Trampens gemeistert haben, da sie bereits in den frühen 1900er Jahren in den USA gefunden wurden. Denken Sie daran, dass es das Schlimmste ist, einen Hammerkopfwurm mit einer Schaufel zu zerhacken, wenn Sie ihn loswerden wollen, was die beste Lösung ist. Plattwürmer vermehren sich nämlich, indem sie sich selbst in 2 Hälften reißen. Wenn man ihn also zerschneidet, fördert man die Population der Würmer, indem man aus einem Wurm 2 macht. Aus diesem Grund werden Hammerhaie manchmal als unsterblich beschrieben, was ein wenig übertrieben ist, da diese Kreaturen weder Essig noch Salz überleben können. Auch wenn Sie in West Texas vor dem Hammerkopfwurm sicher sind, heißt das nicht, dass Sie nicht auf ein anderes gefährliches Tier stoßen können. Wie zum Beispiel dem Landhummer aus der Hölle. Diese Kreaturen sind auch als Essigfresser bekannt. Und sie sind keine echten Krebstiere, sondern Spinnentiere. Wer hätte das gedacht? Wie auch immer, diese 8-beinigen Kreaturen haben einen wirklich fiesen Biss. Aber das ist nicht das Schlimmste an ihnen. Landhummer, mach dich auf was gefasst. Spritzen essigähnliche 85% Säure aus ihren Schwänzen.
Meistens tun sie das, um sich zu schützen, aber es hört sich trotzdem unfreundlich an, oder? Ein Landhummer kann mit seinen schweren Mundwerkzeugen auch einen Finger einklemmen, der ihm zu nahe gekommen ist. An der Basis ihres Hinterleibs haben Essigfresser lange peitschenartige Schwänze. Deshalb werden diese Spinnentiere oft Peitschenskorpione genannt, obwohl sie weder mit Skorpionen verwandt sind noch Stacheln haben. Sommerregen lockt diese Spinnentiere auf der Suche nach Nahrung und Liebe aus ihren Höhlen. Glücklicherweise behaupten Experten, dass Landhummer für den Menschen nicht giftig sind. Mit ihren großen Zangen, die sie zum Fangen von Insekten verwenden, hinterlassen sie aber sehr wahrscheinlich Spuren. Essigfresser können als nützlich angesehen werden, da sie Tausendfüßler, Grillen, Skorpione und Schaben fressen. Sie jagen, indem sie mit ihren langen Vorderbeinen die Vibrationen ihrer Beute wahrnehmen. Da Landhummer bevorzugt nach Einbruch der Dunkelheit auftauchen, ist es unwahrscheinlich, dass man einen BAI-Tageslicht zu Gesicht bekommt. Aber wenn du über einen stolperst, schau ihn dir an. Wenn es ein Weibchen ist, trägt es vielleicht seine Jungen auf dem Rücken. Jetzt stellen Sie sich vor, es ist mitten im Frühling und Sie spazieren zwischen blühenden Blumen und grünem Grün. Plötzlich entdecken Sie etwas äußerst Bizarres auf dem Boden. Das Tier sieht niedlich aus, flauschig und weich. Der Wunsch, es zu berühren, ist unwiderstehlich. Aber Vorsicht, der Stachel der haarigen Raupe kann ganz schön heftig sein. Diese Raupe nennt man Eibischraupe oder Aspis. Es gibt mehrere stechende Raupenarten. In Texas gibt es mehrere stechende Raupenarten. Die Buckmoth-Raupe, die stachelige Eichenprozessionsspinner-Raupe, die Saddleback-Raupe und die Iomoth-Raupe. Und die Berührung einer dieser Raupen kann unangenehme Folgen nach sich ziehen. Wenn du dieses hübsche, haarige Ding im Park berührt hättest, würdest du höchstwahrscheinlich ein brennendes Gefühl verspüren und einen juckenden Ausschlag bekommen. Im schlimmsten Fall müsstest du sogar in die Notaufnahme gehen. Das Hauptproblem ist, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Raupengifte reagieren. Einige können schwerere Reaktionen entwickeln als andere. Wie schlimm die Folgen sind, hängt auch von der Dicke der Haut an der betroffenen Stelle ab. In den meisten Fällen verschwinden die unangenehmen Empfindungen und der Ausschlag innerhalb weniger Stunden oder manchmal auch Tage. Das Gute daran ist, dass sich diese Raupen später in Motten und Schmetterlinge verwandeln, die zur Bestäubung von Blumen und Bäumen beitragen. Wenn Sie diese Tiere loswerden wollen, erweisen Sie dem Gebiet, in dem Sie leben, einen Bärendienst. Fachleute sind sich sicher, dass die Begegnung mit einer stechenden Raupe nichts Schlimmes nach sich zieht, wenn man sich an die Faustregel hält. Wenn eine Raupe pelzig aussieht, sollte man sie nicht anfassen. Und die beste Lösung für den Umgang mit solchen Kreaturen ist die Aufklärung darüber, was solche Raupen sind, wie sie aussehen und warum es gefährlich ist, sie mit ungeschützten Händen zu berühren. Dieser stachelige Baum weiß, wie man schießt, also halte dich besser fern von ihm. Er wird Sandbüchsenbaum genannt und du findest ihn in Amazonien. Anfangs haben seine Samen die Form eines kleinen Kürbisses, mit der Zeit werden sie hart und reifen aus. Aber jetzt kommt der lustige Teil. Wenn sie ihre höchste Reife erreicht haben, platzen die Samen und schießen mit einer Geschwindigkeit von 240 Kilometern pro Stunde heraus. Sie können sogar Entfernungen von bis zu 18 Metern zurücklegen. Deshalb ist es während des Sprengens so gefährlich, in ihrer Nähe zu stehen. Ganz zu schweigen davon, dass die Samen auch giftig sind. Was für eine Kombo! Sicher, es gibt Bäume, die nicht ganz gerade wachsen, aber ein Baum, der so stark gebogen ist, dass sogar seine Äste den Boden berühren, ist ein wirklich einzigartiger Anblick. Solche Bäume namens El Arbol de la Sabina wachsen in Spanien. Seine Form hängt vom Wind ab, da sich der Baum in dessen Richtung biegt. Er hat also oft eine sehr seltsame Form und kann diese entsprechend verschiedener Jahreszeiten auch komplett verändern. Dieser biegsame Baum kann über 8 Meter hoch werden und wächst an den ungewöhnlichsten Orten, wie zum Beispiel auf Felsen. Wie wäre es mit einem Baum, der so alt ist wie die Dinosaurier? Die 1994 entdeckte Wollemie-Kiefer ist eine Baumart in den Blue Mountains in Sydney, Australien. Sie ist über 200 Millionen Jahre alt, sodass selbst Dinos um sie herumgewandert sein könnten. Da diese Bäume vom Aussterben bedroht sind und es heute nur 100 davon in freier Wildbahn gibt, möchten die Wissenschaftler ihren Standort nicht preisgeben. Sie wollen sicherstellen, dass die Bäume gut erhalten bleiben. Außerdem sind sie wichtig für die Wissenschaft, denn sie können uns helfen, neue Infos über die Vergangenheit unseres Planeten herauszufinden.
Die Rinde eines Baumes kann uns viele verschiedene Dinge offenbaren, wie unterschiedliche Temperaturperioden oder die Aussetzung verschiedener Chemikalien. Der Baum des Lebens verdankt seinen Namen der Tatsache, dass er schwierigen Bedingungen standhalten kann und dabei sogar gedeiht. Der Prosopis cineraria befindet sich in der Wüste von Bahrain und hat ein sehr tiefes Wurzelsystem. Dadurch kann er selbst in der sengenden Hitze überleben. Wissenschaftler wissen immer noch nicht, wie er es schafft, ausreichend Wasser zu bekommen. Er ist so besonders, dass er jedes Jahr über 50.000 Touristen anlockt. La India Dormida in Panama ist ein Berggebiet, das wie der Körper eines schlafenden Mädchens geformt ist. Es ist Teil einer größeren geheimnisvollen Region namens El Valle de Anton, einem der größten bewohnten schlafenden Vulkane der Welt. Und da gibt's auch einige ziemlich seltsame Bäume, nämlich viereckige. Sogar die Jahresringe haben die gleiche Form, mit scharfen Kanten und manchmal sogar in einem perfekten 90-Grad-Winkel. Forscher haben versucht herauszufinden, warum die Bäume in dieser besonderen Form wachsen. Sie haben sogar versucht, Proben von Bäumen zu entnehmen und sie an anderen Standorten einzupflanzen, um zu sehen, ob sie die besagte Form beibehalten. Das war nicht der Fall. Es ist also eindeutig, dass die seltsame Form der Bäume etwas mit dem Tal selbst zu tun hat. Manche Leute glauben, dass ein örtlicher Bauer die Bäume ursprünglich in Kisten gepflanzt hat, sodass sie zu dieser Form gezwungen wurden. Damit sollte weniger Holz verschwendet werden, da runde Bäume oft in kantige Stücke geschnitten werden. Einer der ältesten und größten Bäume der Welt steht im Sequoia National Park in den USA. Er heißt General Sherman und ist mit einer Höhe von 84 Metern fast so groß wie die Freiheitsstatue. Auch sein Umfang ist beeindruckend, denn in Bodennähe misst er etwa 31 Meter. Was sein Alter angeht, gibt es nur Schätzungen. Zwischen 2300 und 2700 Jahre alt. Was für ein altes Kerlchen. Es gibt viele schöne Baumarten auf der Welt, aber keine ist so auffällig wie der Regenbogen-Eukalyptus auf den Philippinen. Er hat solch bunte Rindenschichten, dass er fast wie handbemalt aussieht. Die Farben des Baums sind total unregelmäßig. Das heißt, dass er viele Farben auf einmal zeigt, von grün über blau, lila und orange bis hin zu braun. Er wird nicht für Dekorationszwecke eingesetzt, sondern für die Papierherstellung verwendet. In Namibia steht ein Baum, der ebenfalls eine seltsame Form hat und zudem ziemlich gefährlich ist, der Flaschenbaum. Okay, was die Form angeht, ist er ziemlich selbsterklärend. Er hat einen runden Stamm, der nach oben hin schmaler wird. Aber der Milchsaft, der von diesem Baum gewonnen wird, ist extrem giftig. Die Legende besagt, dass einheimische Jäger ihre Pfeile in diesem Saft eintauchten, um effektiver schießen zu können. Während der Blütezeit sieht er mit seinen rosa und weißen Blüten wunderschön aus. Ab und zu auf einen krummen Baum zu stoßen, ist nichts Besonderes. Aber um einen ganzen Wald davon zu sehen, musst du in die polnische Stadt Gryfino reisen. In der Nähe der Stadt gibt es einen Wald aus 400 seltsam geformten Bäumen. Sie wurden durch mechanischen Einfluss gekrümmt und sind also nicht einfach so gewachsen. Aber ihr Zweck bleibt bis heute ein Rätsel. Manche sagen, dass das Holz der Bäume für Möbel oder sogar für den Bau von Booten gedacht war, aber irgendwann wurde der Wald einfach aufgegeben. Ein Kapok-Baum hat die alten Taprom-Tempel in Kambodscha erobert und bietet einen spektakulären Anblick. Die massiven Äste der Bäume wuchsen lange Zeit frei über den Bauwerken, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Die Tempel wurden restauriert und sind für Touristen zugänglich. Der Drachenblutbaum wächst auf den Kanarischen Inseln im Nordwesten Afrikas. Die Einheimischen erzählten sich früher, dass sich ein Drache nach seinem Tod in einen Baum verwandelt. Der Baum ist beeindruckende 15 Meter hoch und verdient sich seinen Namen dank seines roten Saftes, der aus der Rinde geerntet werden kann. Die rote Substanz wird bis heute als Färbemittel und in der Medizin verwendet. Einer der größten, ältesten und beeindruckendsten Bäume der Welt ist der Sunland Baobab Baum. Er ist 22 Meter hoch und hat einen Umfang von 47 Metern. Er befindet sich in Südafrika. Noch besonderer macht ihn die Tatsache, dass er von Natur aus innen hohl ist. Deshalb wurde 1933 eine kleine Lounge im Inneren des Baumes eingerichtet.
Ursprünglich bot er Platz für bis zu 20 Personen. Aber heute können bis zu 60 Personen Platz finden. Ganz zu schweigen davon, dass der Baum schon über 6000 Jahre alt ist. Die Hängebirke verbreitete sich in Skandinavien und Nordosteuropa und reflektiert Licht auf einzigartige Weise. Ihre Rinde wurde heller und in der kalten Jahreszeit, wenn auch ihre Äste zufrieren, bietet sie den Anblick eines natürlichen Winterwunderlandes. Der Baum entwickelte eine Art Partnerschaft mit einem Pilz. Er verbindet sich mit den Wurzeln und breitet sich unter dem Boden aus, um Nährstoffe zu sammeln, die die Bäume nicht erreichen können. Im Gegenzug erhält der Pilz dafür Zucker. Der Begleiter der Birke ist allerdings gefährlich und sollte nicht verzehrt werden. Mit seinem klassischen scharlachroten, weiß gepunkteten Pilzkopf ist er leicht zu erkennen. Ein Naturspektakel, das du nicht verpassen solltest, ist die japanische Kirschblütenzeit. Die rosa-weiße Blüte ist tief in der japanischen Kultur verwurzelt und geht Hand in Hand mit einem lokalen Sprichwort, Mono no awe, war das richtig ausgesprochen, was so viel bedeutet wie, alles ist vergänglich, egal wie perfekt oder schön es ist. Wenn du jemals nach Japan reist, wirst du schnell sehen, dass die Kirschblüte überall zu finden ist, von Firmenlogos bis hin zu Kleidung und Haushaltsgegenständen. Im Yosemite National Park in den USA gab es einmal eine erstaunliche Baumstruktur, die in einen Tunnel verwandelt wurde. Es war ein Küstenmammutbaum, der 69 Meter hoch war. Er trug den Spitznamen Wawona, das indianische Wort für den Schrei einer Eule. Der Baum fiel 1969 aufgrund von starkem Schneefall zu Boden, aber er überlebte als Ökosystem für Tiere, Pflanzen und Insekten. Er wird heute auch gefallener Tunnelbaum genannt. Eine Baumart mit dem Namen Flusufbilgimf, ist die seltenste Pflanze der Erde. Das Guinness-Buch der Rekorde verzeichnete einen einzigen Baum dieser Art vor der Küste Neuseelands. Er war nicht immer so einsam, aber die Menschen brachten Ziegen auf die Insel, die jedes andere Mitglied seiner Familie anknabberten. Aua! Wissenschaftler suchen aktuell nach Möglichkeiten, neue Exemplare zu pflanzen. Nun, das ist alles, was ich für euch habe, also verabschiede ich mich, bevor ich Wurzeln schlage. Seht euch diese hübsche Kreatur an. Es sieht niedlich und völlig harmlos aus. Aber du solltest wissen, dass der Schein trügt. Und der Blauringkrake ist eine extrem giftige Krakenart. Er ist sogar eines der giftigsten Meerestiere der Welt. Diese Kreaturen sind in Gezeitentümpeln und Korallenriffen zu finden. Trotz ihrer geringen Größe, nur 5 bis 8 cm, sind sie für Menschen sehr gefährlich, wenn sie provoziert werden. Ihr Gift enthält ein starkes Neurotoxin namens Tetrodotoxin. Wenn sich das Tier bedroht fühlt, ist sein erster Instinkt zu fliehen. Bleibt die Bedrohung jedoch bestehen, zum Beispiel, wenn sie nicht von der Idee ablassen, den Oktopus hochzuheben, nimmt er eine Verteidigungshaltung ein und zeigt seine blauen Ringe. Wird der Oktopus in die Enge getrieben und angefasst, kann er seinen Angreifer beißen. Und das kann sehr, sehr böse enden. Tetrodotoxin hat schwerwiegende Folgen und führt manchmal zu einer vollständigen Lähmung des Körpers. Das Opfer ist sich seiner Umgebung voll bewusst, kann sich aber nicht bewegen. Das Opfer bleibt bei Bewusstsein und wach, hat aber aufgrund der Lähmung keine Möglichkeit, um Hilfe zu rufen oder seine Notlage zu signalisieren. Interessanterweise sieht der Blauring-Oktopus in seinem Schreckzustand braun oder sogar blass aus. Sobald er sich jedoch bedroht fühlt, schaltet er sein psychedelisches Muster ein. Eine solche Reaktion wird als aposematisches Verhalten bezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass ein Tier in leuchtenden Farben blinkt, um andere zu warnen, dass sie im Falle eines Bisses nicht überleben werden, um die Geschichte zu erzählen. Natürlich ist der Blauring-Oktopus nicht das einzige gefährliche Tier, das harmlos aussieht. Sehen Sie sich zum Beispiel diese Kreatur an. Dieses Tier sieht super süß aus, flauschig und weich. Der Wunsch, es zu berühren, ist unwiderstehlich. Aber Vorsicht, der Stachel der haarigen Raupe kann ganz schön heftig sein. Man nennt sie die Raupe der Eitermotte oder Raupe. In ihrem üppigen Fell sind Giftstacheln versteckt, die mit Stachelzellen wie Beiquallen ausgestattet sind. Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf das Raupengift. Manche entwickeln schwerere Reaktionen als andere. Und wie schlimm die Folgen sind, hängt auch von der Dicke der Haut an der betroffenen Stelle ab. In den meisten Fällen verschwinden die unangenehmen Empfindungen und der Ausschlag innerhalb weniger Stunden oder manchmal sogar Tage. Das nächste Tier auf unserer Liste ist der Pfeilgiftfrosch. Es gibt mehr als 170 Arten dieser Frösche. Und lustigerweise sind nicht alle von ihnen tatsächlich giftig.
Diejenigen, die giftig sind, scheiden über ihre Haut extrem gefährliche Gifte aus. Das Gute daran ist, dass die Frösche diese Gifte niemals zum Jagen oder Angreifen verwenden. Sie haben sie nur zur Selbstverteidigung. Experten sind sich nicht sicher, aber sie vermuten, dass die Fähigkeit der Frösche, diese Gifte zu produzieren, von einer Ernährung herrührt, die reich an giftstoffhaltigen Tieren ist, zum Beispiel an Tausendfüßlern oder Ameisen. Indigene Völker in Mittel- und Südamerika sind dafür bekannt, dass sie ihre Pfeile und Pfeile an den Fröschen reiben, um ihnen eine vergiftete Spitze zu geben. Das Wichtigste ist, wenn sie einen Pfeilgiftfrosch berühren, sollten sie sofort Hilfe holen. Vor allem, wenn sie auf den goldenen Pfeilgiftfrosch gestoßen sind. Er ist der giftigste Frosch. Der flamboyante Tintenfisch ist die einzige bekannte giftige Tintenfischart. Diese Kreatur verfügt über unglaublich giftiges Muskelgewebe, trotz ihrer winzigen Größe, höchstens 2 bis 3 Zentimeter. Halten Sie Ausschau nach einem dunkelbraunen Unterwassertier mit 2 Tentakeln und 8 Armen. Wahrscheinlich sind seine Arme auch lila und gelb gefärbt. Vermeiden Sie es auf jeden Fall, in eine dieser faszinierenden Kreaturen zu beißen, dann sind Sie höchstwahrscheinlich in Sicherheit. Räuberisch Kegelschnecken sind sehr langsame Tiere. Das ist der Hauptgrund, warum sie keine Möglichkeit haben, ihre Beute mechanisch zu fangen. Sie können ein anderes Tier nicht wirklich packen oder beißen. Stattdessen hat die Kegelschnecke ein starkes Gift entwickelt, das ihr beim Überleben hilft. Das Interessanteste an diesen Lebewesen ist wahrscheinlich, dass es BI, den fast 1000 Arten, keine Überschneidungen bei den Giften gibt, die von den einzelnen Arten produziert werden. Obwohl Kegelschnecken keine Reißzähne haben, verfügen sie über eine mit Gift überzogene Harpune, mit der sie ihre Beute stechen. Am Ende des Giftkolbens befindet sich eine röhrenförmige Struktur. Und ein modifizierter Zahn kann mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 400 Meilen pro Stunde aus der Röhre schießen. Die Langsamkeit stört die Kegelschnecken also nicht wirklich. Und da das Gift nur bei bestimmten Arten vorkommt, können einige von ihnen einen leichten Stich verursachen, während andere ernsthafte Gesundheitsschäden hervorrufen können. Dieser kleine Riffbewohner zum Beispiel sticht seine Beute mit einem harpunenartigen Zahn. Und es gibt kein bekanntes Heilmittel für sein Gift. Wenn Sie denken an Kugelfisch denken, stellen Sie sich wahrscheinlich ein aufgeblähtes Wesen mit beeindruckenden 360 Grad langen Stacheln vor. Aber hinter diesen lustigen Stacheln verbirgt sich eine bösartige Kreatur. Und der gefährlichste Teil dieser Kreatur ist ihr Gift, das als eines der, wenn nicht sogar das, gefährlichste und stärkste der Welt gilt. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht vergiftet werden, wenn Sie den Fisch nicht essen. Bleiben Sie also besser beim kalifornischen Brötchen. Sehen Sie sich dieses Insekt an und versuchen Sie, sich ihm nicht zu nähern. Es ist die japanische Riesenhornisse. Diese monströs große Kreatur, die bis zu 5 cm lang werden kann, ist als äußerst aggressiv bekannt. Ihr beeindruckender Stachel enthält so viel Gift, dass der Stich sehr, und ich meine wirklich sehr, schmerzhaft ist. Manche Menschen überleben einen Stich dieses Insekts nicht. Das Gift ist zwar nicht das stärkste, aber aufgrund der Größe des Tieres ist die Dosis zu hoch. Und wenn sie nicht von einer, sondern von mehreren Hornissen angegriffen werden, nun, die Folgen könnten dramatisch sein. Die Riesenhornisse ist nicht unbedingt unfreundlich gegenüber Menschen oder anderen Tieren, aber sie wird stechen, wenn man sie provoziert. Dieses wahrhaft schöne, leuchtend blaue Geschöpf wird als der blaue Seedrache. Trotz des imposanten Namens ist das Tier winzig, meist nicht größer als eine Weintraube. Vielleicht findest du ihn am Strand oder schwimmt neben dir im Wasser. Aber denken Sie an eines. So hübsch diese kleine Schnecke auch aussehen mag, berühren Sie sie niemals. Trotz ihrer winzigen Größe kann ihr Stachel ganz schön heftig sein. Das liegt an ihrer Ernährung. Ihre Lieblingsspeise ist das portugiesische Kriegsmännchen, eine Qualle, deren Gift ausreicht, um kleine Fische und Krustentiere zu lähmen. Die blauen Drachen verwenden zunächst Schleim, um die berüchtigten Stachelzellen der Quallen zu neutralisieren. Dann stehlen sie diese Zellen aus den Tentakeln des Manowa und speichern und konzentrieren sie in ihrem eigenen Gewebe. Dann setzen sie diese Stachelzellen Bae-Kontakt frei, wodurch ihr eigener Stachel noch stärker wird, sogar schlimmer als der des Seekuhflossens selbst. Diese furchteinflößenden Kreaturen sind außerdem äußerst heimtückisch. Trotz ihres gelinde gesagt grellen Aussehens sind sie bekannte Meister der Tarnung. Die leuchtend blaue Färbung stammt nämlich von ihren Bäuchen. Und wenn sie auf dem Rücken schwimmen, verschmelzen sie einfach mit dem Wasser. Ihr Rücken ist grau, um die Tiere an der Meeresoberfläche zu tarnen. Die Irukandji-Qualle, die in Australien gefunden wurde, sieht winzig und völlig unschuldig aus. Aber der Schein trügt und dieses Baby von der Größe eines menschlichen Daumennagels ist tatsächlich extrem gefährlich. Während der Stinger-Season,
die von November bis Mai dauert, werden zahlreiche Strände wegen dieser winzigen Kreaturen gesperrt. Was die Quallen besonders gefährlich macht, ist ihre winzige Größe. Die Menschen bemerken sie beim Schwimmen einfach nicht. Du entspannst am Strand, als dir plötzlich ein riesiger Vogelschwarm auffällt, der aufgeregt irgendetwas in Wassernähe inspiziert. Du möchtest hingehen und nachschauen, was dort vor sich geht. Aber hier ist ein gut gemeinter Rat. Setz dich wieder hin und halte dich vom Wasser fern. Ich weiß, du denkst, dass du ein paar Schnabelhiebe einer Möwe aushalten würdest, aber es sind nicht die Vögel, die mich beunruhigen. Es ist das, was im Wasser lauert. Fische sind das Futter vieler Tierarten im und über dem Ozean. Thunfische, Tintenfische und Kraken sowie Meeressäuger wie Robben jagen alle kleinere Fischarten. Fische wie Blau- und Felsenbarsche sind ihr liebstes Abendessen. Aber auch ein anderes Raubtier mag sie besonders gern, weshalb du dich den Vögeln am Wasser nicht nähern solltest. Wenn du es doch tust, riskierst du eine Begegnung mit einem Tier, das bis zu 6 Meter lang werden kann. Das ist mehr als 3-mal so groß wie ein durchschnittlicher Mensch. Das ist die Länge eines weißen Hais. Wenn Fische in der Nähe sind, könnten Haie an die Meeresoberfläche kommen, um zu fressen. Der weiße Hai hat von allen Tieren die stärkste Beißkraft. Die einzige andere Tierart, die mit ihm mithalten kann, ist das Leistenkrokodil. Und Mann, ist deren Geruchssinn ausgeprägt. Wissenschaftler glauben, dass er mehr als 100-mal stärker ist als der eines Menschen. Sie benutzen nicht einmal die Nasenlöcher unter ihrer Schnauze zum Atmen. Die dienen einfach als spezielle Riecher. Zum Glück sind wir jedoch nicht die Lieblingsmahlzeit von Haien, deshalb jagen sie uns nicht. Forscher meinen, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai angegriffen zu werden, nur 1 zu 3,7 Millionen beträgt. Bei unglücklichen Begegnungen zwischen Haien und Menschen verwechseln sie uns manchmal mit einem Seehund oder einem extrem großen Streifenbarsch. Deshalb solltest du dich von diesen Vögeln und Fischen fernhalten und die Tiere in Ruhe lassen. Konzentriere dich einfach darauf, eine gute Zeit am Strand zu haben. Aber bedeutet das, dass Haie schlecht sehen? Nicht wirklich. In klarem Wasser sehen sie bis zu 10-mal besser als Menschen. Die Struktur eines Haiauges ist unserem sehr ähnlich. Es besteht aus der Hornhaut, Linse, Netzhaut, einer tiefblauen Iris und der Pupille. Haie haben genau wie Menschen 2 Arten von Fotorezeptoren, Stäbchen und Zapfen. Man weiß nicht genau, wie gut Haie mit den Stäbchen und Zapfen sehen können, aber die Forschung hat gezeigt, dass sie nur eine Art von Zapfenzelle besitzen. Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich, anders als Menschen, kein volles Farbensehen besitzen. Das könnte erklären, warum sie manchmal Menschen mit anderen Tieren verwechseln. Aber hey, wer ist schon immer voll konzentriert, wenn es Abendessen gibt? Haiaugen haben auch ein Tapetum lucidum, eine Schicht aus reflektierenden Kristallen, die sich hinter der Netzhaut des Hais befindet. Dadurch kann der Hai in extrem schwachem Licht und trübem Wasser recht gut sehen. Die Kristalle reflektieren einfallendes Licht, was den Stäbchen in der Netzhaut eine zweite Chance gibt, Licht wahrzunehmen, das sie beim ersten Mal übersehen haben. Ein kleiner Nebenfakt: Katzen haben auch ein Tapetum lucidum. Deshalb leuchten die Augen deiner Katze im Dunkeln, wenn du sie anleuchtest. Ein weiteres verräterisches Zeichen dafür, dass sich in der Nähe Haie herumtreiben, ist die Anwesenheit von Walen. Es ist bekannt, dass Haie Wale mehr als 160 Kilometer verfolgen. Sie folgen Walschulen und warten darauf, dass eines der Mitglieder verwundbar wird, bevor sie zuschlagen. Also, Lektion gelernt. Wenn du jetzt Vögel am Wasser siehst, heißt das vermutlich nichts Gutes. Anders als wenn du tausende von Vögeln gemeinsam durch den Himmel fliegen siehst. Das wird als Formationsflug bezeichnet. Man sieht tausende von Staren gemeinsam durch den Himmel fliegen, abtauchen und ausweichen. Es ist, als würden sie am Synchronflug bei der Vogel-Olympiade teilnehmen. Das passiert, wenn die Vögel sich Schlafplätze suchen. An manchen Orten fängt es bereits im September an, an anderen Ende November. In diesen Zeiten schließen sich mehr Vögel den natürlichen Vorführungen an. Dient das Ganze unserer Unterhaltung? Natürlich nicht. Zusammenzufliegen bietet Schutz vor Raubtieren wie Falken. So hoch oben kann es auch sehr kalt sein, also versammeln sich tausende Vögel, um sich warm zu halten und Informationen über mögliche Futterstellen auszutauschen. In diesem Fall bedeutet eine riesige Vogelgruppe nichts Böses, aber wenn jemals in einem Waldgebiet Vögel auf dich zufliegen, ist es wahrscheinlich Zeit zu gehen. Vögel und andere Tiere fliehen vor Waldbränden. Bestimmte Tiere wie Amphibien können tatsächlich im Feuer bleiben. Statt zu fliehen, graben sie sich ein, um zu entkommen. Aber fast alle anderen Tiere werden fliehen.
Oh, und vergiss nicht, aus dem Weg zu hechten, wenn die ganzen Tiere auf dich zurennen. Aber warum kehren wir nicht zu den Haien zurück? Ja, wir wissen jetzt, dass vermutlich Haie in der Nähe sind, wenn Vögel sich an der Meeresoberfläche aufhalten. Aber was, wenn in der Nähe überhaupt keine Haie sind? Solltest du mal im Meer sein und Haie sehen, die auf den Grund des Ozeans zuschwimmen, könnte das ein Zeichen für einen Orkan oder tropischen Sturm sein. Haie können den Abfall des Atmosphärendrucks spüren, der mit dem Sturm einhergeht. Sie könnten also versuchen, aus der Gefahrenzone zu entkommen. Haien sind Menschen egal, deshalb betrachten sie unsere Sandstrände, Städte und Dörfer nicht als sichere Orte. Sie sind ziemlich intelligente Kreaturen und wissen, dass es sicher ist, wenn sie tiefer tauchen. Aber das Meer ist im Notfall nicht immer der sicherste Ort. Ein Beispiel: Wenn Meerestiere, die normalerweise im Wasser sind, sich an Land ausruhen, solltest du nicht schwimmen gehen. Das ist ein Zeichen, dass das Wasser giftig sein könnte. Möglicherweise herrscht im Küstengewässer eine rote Flut. Rote Fluten können weltweit auftreten, aber eine Algenspezies verursacht sie im Golf von Mexiko. Rote Fluten treten auf, wenn im Wasser mehr giftige Algen sind als normalerweise. Sie können das Wasser rötlich oder braun färben, aber manchmal sieht es auch normal aus. Wenn du dann hineingehst, könntest du Atemwegsreizungen wie Husten oder Halsschmerzen bekommen. In diesem Fall solltest du den Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Apropos Wasser, Frösche sind berühmt für ihr Quaken, aber wenn du sie mehr quaken hörst als sonst, könnte das daran liegen, dass es regnen wird. Eine Theorie besagt, dass das möglicherweise mit ihrer Paarung zu tun hat. Frösche paaren sich, dann laichen sie in Süßwasser. Starker Regen bedeutet mehr Wasser für die Frösche. Deshalb laden männliche Frösche die Weibchen vor dem Schauer mit einer Quaksymphonie zu einem Date ein. Wenn du Bienen geschäftiger als sonst herumsummen hörst, könnte ein Sturm aufziehen. Wenn sie spüren, dass ein Sturm kommt, arbeiten Bienen noch fleißiger, um vor dem Sturm mehr Nektar zu sammeln. Wenn sie damit fertig sind, kommen sie immer 10 bis 15 Minuten vor dem Regen zum Bienenstock zurück, auch wenn es keine offensichtlichen Anzeichen dafür gibt. Ihr Geheimnis sind extrem empfindliche Haare auf dem Rücken, die elektrostatische Ladungen von Gewitterwolken wahrnehmen können. Vor kurzem ist etwas Interessantes in South Dakota passiert. Das Internet war voll davon, vielleicht hast du es ja mitbekommen. Im Juli 2022 wurde der Himmel im amerikanischen Bundesstaat plötzlich grün. Was war passiert? Hatten Menschen die Finger im Spiel oder wollte die Natur uns ein Zeichen geben? Lass es uns herausfinden. Dienstag, 5. Juli 2022. Ein heftiger Sturm war vorbeigezogen, aber der Himmel über South Dakota war noch bedeckt. Als die Leute nach draußen gingen, sahen sie einen dunkelgrün gefärbten Himmel. Das hatten sie noch nie gesehen. Der Himmel sah aus wie aus einem Science-Fiction- oder Horrorfilm. Natürlich haben die Leute diese Himmelserscheinung sofort in den sozialen Medien geteilt. Auf Twitter waren wunderschöne Bilder zu sehen, die aber auch beängstigend wirkten. Zu sehen war der Himmel über der Stadt Sioux Falls und von ein paar anderen Städten. Auch wenn es wie etwas Übernatürliches aussieht, ist es erstmal kein gefährliches Phänomen, sondern hat mit dem Licht in der Atmosphäre zu tun. Das passiert selten, aber wenn, dann ist extrem schlechtes Wetter in Anmarsch. Und so war es auch in South Dakota. Kurz nachdem die Leute Fotos vom grünen Himmel geteilt hatten, fegte ein Sturm über die Stadt Sioux Falls hinweg, der vom US-Wetterdienst auch angekündigt war. Dieser Sturm war schrecklich. Er erreichte eine Windgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Nach der Beaufort-Skala war das einer der schnellsten und zerstörerischsten Stürme. Die Skala geht von 0 Windstill bis 12 Orkan, wo die Windgeschwindigkeit bei 117 Stundenkilometer anfängt. Vom Sturm in South Dakota wurde aber kaum berichtet, obwohl er so heftig war. Wahrscheinlich, weil er für die Leute dort eher normal war. Du weißt sicher, dass es in Amerika häufig und extrem stürmt, besonders in den wärmeren Monaten. Und statistisch gesehen entwickelt sich 1 von 10 Gewitter zu etwas Großem, einem Tornado beispielsweise. Das Gewitter von South Dakota war keine Ausnahme, denn daraus wurde ein Derecho-Sturm. Ein Derecho zieht sich weit und hält sich lange, weil dieser Sturm eine Kombination aus sich schnell bewegenden schweren Gewitterwolken und Regengüssen ist.
Es heißt, dass ein Derecho so stark wie ein Tornado werden kann, obwohl es unterschiedliche Stürme sind. Ein Tornado ist ein Wirbel, quasi eine rotierende Luftsäule, die einen Durchmesser von etwa 150 Metern hat, kann aber auch 4 Kilometer breit werden. Ich beneide niemanden, der von einem Tornado überrascht wird. Also, ein Wirbelsturm dreht sich schnell im Kreis um sein unsichtbares Zentrum. Ein Derecho ist ein heftiges Gewitter mit geradlinigen Winden. Da dreht sich nichts. Dieser Gewittersturm steuert direkt auf einen Punkt zu. Fast schon wie ein motivierter Marathonläufer. Aber vergleichen wir Derechos mit Tornados. Tornados werden in 6 Stärkestufen eingeteilt, von 460 bis etwa mehr als 600 Stundenkilometer. Ordnen wir einen Derecho in dieser Skala ein, ist er nicht mehr als ein durchschnittlicher Tornado der Stärke 1 bis 2 mit einer Geschwindigkeit von 117 bis 180 Stundenkilometern. Begleitet werden beide Stürme von Gewittern. Ein Gewittersturm wird übrigens erst vom Derecho, wenn er eine Verwüstungsspur von mehr als 380 Kilometer hinterlässt und mit einer Windgeschwindigkeit von mindestens 90 Stundenkilometer über das Land fegt. Man kann ihn ziemlich schwer vorhersagen. Es kam schon vor, dass sich so ein Sturm an einem klaren Tag gebildet hat, obwohl meteorologisch kein Sturm vorausgesagt wurde. Aber wenn die richtigen Winde auftauchen, kann sich schnell etwas zusammenbrauen. Der amerikanische Wetterdienst versucht, die Leute mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde vorher zu warnen, damit sie Zeit haben, sich vorzubereiten und Schutz zu suchen. Das war auch in South Dakota so. Der Sturm zog fast über den ganzen Bundesstaat und auch über Minnesota und Iowa hinweg. Mehr als 30.000 Menschen hatten keinen Strom, aber ansonsten ging es ihnen wohl gut. Was wohl daran lag, dass sie an Derechos gewöhnt sind. Aber der grüne Himmel war etwas Besonderes. Für die Leute war das ein ungewöhnlicher Anblick. Alle fragten sich, warum das dieses Mal so war. War das ein schlechtes Omen oder doch nur ein normales Wetterphänomen? Naja, es ist so, dass man wissenschaftlich keine genaue Erklärung dafür hat. Natürlich gibt es Vermutungen und die klingen auch ziemlich überzeugend. Es heißt, ein grüner Himmel ist ein so seltenes Phänomen, weil ein starker Sturm vor Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang auf das Gebiet treffen muss. Erst dann färbt er sich grün. Der NBC-Meteorologe Bill Kerins, der selbst einmal Zeuge eines ähnlichen Ereignisses wurde, vermutet, dass der grüne Himmel durch den Hagel entsteht, der vor dem Sturm auftaucht. Lass uns kurz darüber reden, warum der Himmel blau aussieht. Jupp, das liegt an der Sonne, die das gesamte Farbspektrum gleichzeitig ausstrahlt. Ihre Strahlen erscheinen zwar weiß, aber sie enthalten alle Farben und zwar in Farbwellen. Diese sind aber unterschiedlich lang. Zum Beispiel sind die blauen Wellen die kürzesten, wodurch sie sich schneller durch die Luftmoleküle bewegen als die roten Wellen. Und deshalb erscheint der Himmel an einem normalen, klaren Tag blau. Die roten und orangefarbenen Wellen sind sehr lang, bewegen sich also langsamer und bleiben zurück. Aber wenn die Sonne unter den Horizont sinkt oder aufgeht, ändert sich die Richtung der Strahlen und diese Wellen erreichen uns besser. Natürlich gibt es beim Sonnenauf- und Untergang auch blaue und grüne Wellen, aber die werden von irgendwas blockiert, weswegen sie uns nicht schnell genug erreichen und nicht so stark erscheinen wie die roten Wellen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Genau, hier kommt das Wasser ins Spiel. Wolken bestehen aus Wassertröpfchen. Wenn sie groß sind, aber noch nicht zu Boden fallen, beispielsweise wegen starker Winde, beeinflussen sie das Verhalten des Lichts am Himmel. Große, schwere Sturmwolken sind mit Wasser und Hagel gefüllt. Tja, und Wasser reflektiert die blauen und grünen Wellen am besten. Das ist auch der Grund, warum uns das Wasser in Flüssen und Seen blaugrün erscheint, obwohl es eigentlich durchsichtig ist. Ja klar, Algen spielen da auch noch eine Rolle. Es gibt also ein paar Faktoren, die zusammenspielen müssen, damit der Himmel grün wird. Erstens muss die Sonne auf Höhe des Horizonts stehen. Dann dürfen die heranrollenden Gewitterwolken den Himmel nicht komplett bedecken. Platz für Sonnenstrahlen muss noch sein.
Dann treffen kaum wahrnehmbare blaue Strahlen auf die Gewitterwolken, die aber von den Wassertropfen und dem Hagel zurückgeworfen werden und sich mit dem roten Sonnenuntergang vermischen. Erst dann wird der Himmel in ein grünes Licht getaucht. Und das breitet sich schnell über den gesamten Himmel aus. Wenn man einen grünen Himmel sieht, dann also meistens am Abend. Klar, der könnte auch mitten am Tag auftauchen. Aber dann müssen schon sehr spezielle Bedingungen erfüllt sein. Ein grüner Himmel tagsüber ist sehr unwahrscheinlich. Also, falls du mal einen grünen Himmel siehst, musst du keine Panik schieben. Es muss kein heftiger Sturm kommen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, ist das nicht die Regel. Es kann auch einfach nur heftig regnen oder hageln. Trotzdem, ist der Himmel grün, such dir einen Unterschlupf. Und stell auch dein Auto unter. Hast du das Glück, so einen atemberaubenden Himmel von zu Hause aus zu beobachten, kannst du dieses aufregende Schauspiel bequem genießen. Du bekommst die Chance, etwas ganz Seltenes und Besonderes zu erleben. Leute aus South Dakota sagen, so etwas Fantastisches muss man gesehen haben. Ach, schön. Du gehst mit deinem Freund spazieren und schaust zum Himmel. Die Sonne sieht heute irgendwie anders aus, so als ob sie einen Ring um sich hat. Sieht ein bisschen aus wie ein Regenbogen. Schau dir das mal an! Dein Freund hebt seinen Blick vom Handy. Du solltest nicht direkt in die... Lass alle stehen und liegen! Schreit er. Das ist ein Sonnenhalo, wir müssen hier weg! Außer du hast den größten Schirm der Welt dabei! Aber was ist ein Sonnenhalo? Das ist ein Zeichen der Natur, dass ein Schnee- oder Regensturm im Anmarsch ist. Er wird durch Wolken verursacht, die aus Milliarden kleiner Eiskristalle bestehen. Das Sonnenlicht dringt durch diese Kristalle, wodurch das Licht gebrochen wird, also genau wie bei einem Regenbogen. Aber schau nicht direkt in die Sonne, auch wenn es verlockend ist, weil man so etwas nicht jeden Tag sieht. Aber das ultraviolette Licht kann das freiliegende Gewebe deiner Netzhaut verbrennen und damit deine Augen nachhaltig schädigen, und das ist es nicht wert. Schnapp dir lieber eine gute Sonnenbrille. Dieses Phänomen kannst du dann etwa 40 Minuten bestaunen. Solche Wolken entstehen übrigens auch nachts und bilden diesen gespenstischen Ring um den Mond. Im Juni 2020 wurden einige Leute Zeuge einer gigantischen Amboss-Wolke. Das ist eine seltene Sturmformation, die am Himmel erscheint. Sie entsteht, wenn starke Luftströmungen Wasserdampf nach oben tragen. Die Luft dehnt sich dann aus und wird breiter, wenn sie die Grenze zur Stratosphäre erreicht. Die Luftströmung drückt also die dichte Wolke in diese spezielle Form. Manchmal formt sie auch einen Pilz. Amboss-Wolken erzeugen übrigens die gefährlichsten Blitze aller Stürme. Und das sind Blitze, die aus heiterem Himmel kommen, wortwörtlich. Der Sturm ist noch kilometerweit weg, aber Blitze zucken durch den blauen Himmel wie von Zauberhand. Diese Blitze entstehen von der Spitze des Ambosses und können 10-mal stärker sein als ein normaler Blitzschlag. Du kannst dir sicher vorstellen, dass die Leute erschrocken waren, als sie diese riesige Wolke sahen. Du hättest bestimmt auch gedacht, dass gleich etwas Schreckliches passieren wird. Noch bevor irgendeine Behörde das erklären konnte, wurden schon Aufnahmen von der Riesenwolke in den sozialen Medien gepostet und geteilt. Von offizieller Seite gab es dann Entwarnung, mit der Begründung, dass es sich um ein natürliches Phänomen handle, und zwar um ein wunderschönes. Bevor sie sich auflösen, bleiben diese Wolken meist in einem Gebiet hängen, unabhängig davon, wie stark der Wind weht. Stell dir vor, du stehst an der Westküste Frankreichs. Du siehst die Insel Île de Ré und das wunderschöne blaue Wasser, den sauberen Sandstrand und beeindruckende Leuchttürme. Kein Wunder, dass dieser Ort ein beliebtes Urlaubsziel ist. Aber das wahrscheinlich coolste an der Insel ist das, was du hinter der Küste siehst. Es sind quadratische Wellen. Dieses Wellenmuster sieht aus wie ein riesiges Schachbrett auf dem Meer. Viele Inselbesucher werden von diesen Wellen in den Bann gezogen und begeben sich an höher gelegene Orte wie den nahegelegenen Leuchtturm, um das perfekte Foto zu machen. Es ist ein Naturphänomen, aber Leute sagen, dass dieses quadratische Muster im Wasser aussieht, als ob sich darunter eine Art Gitter befindet. Dieses Wellenmuster ist wirklich faszinierend und die meisten Leute machen es richtig, es aus der Ferne zu beobachten. Sie wissen, dass man sich von diesen Wellen lieber fernhält. Willst du wissen, wie diese quadratischen Wellen entstehen? Dazu schauen wir uns erstmal an, wie Wellen generell entstehen. Wellen können je nach Wind und Wetter viele Kilometer über die Wasseroberfläche zurücklegen.
Und selbst an Tagen, an denen das Wetter ziemlich ruhig ist, können Stürme an anderen Orten krachende Wellen entstehen lassen, die sich dann auch auf die umliegenden ruhigen Gewässer auswirken. Wenn Wellen an die Küste eines fernen Landes aufschlagen, nennt man sie Dünung. Das sind aber nicht die Wellen, die durch lokale Winde entstehen. Wenn zwei unterschiedliche Wellen aus entgegengesetzten Richtungen aufeinandertreffen, nennt man das Kreuzsee. Und so entstehen die quadratischen Wellen, die du vor der Insel Reh siehst. Diese Wellen gehören zur Hauptattraktion der Insel, aber natürlich kannst du dort auch ein ruhiges, entspannendes Meer genießen. Die Wellen der Kreuzsee treten ja auch nur zu bestimmten Zeiten im Jahr auf und auch nur, wenn die Wetterbedingungen stimmen. Aber dann ist Vorsicht geboten. Jeder auf der Insel weiß, dass man sich vom Meer fernhalten sollte, wenn diese viereckigen Wellen auftauchen. Daher hört man nicht so oft, dass jemand darin gefangen wurde. Und für die vielen Touristen auf der Insel gibt es Schilder, die sie darauf aufmerksam machen, das Meer zu dieser Zeit zu meiden. Aber natürlich gibt es Leute, die diese Info nicht so ernst nehmen. Es gab eine Handvoll Fälle, in denen Menschen in die Fluten gerieten, aber alle konnten glücklicherweise gerettet werden. Diese quadratischen Wellen haben mittlerweile Weltruhm erlangt, denn an keinem anderen Ort auf der Welt erscheint dieses perfekte Muster. Eigentlich hat bisher noch niemand irgendwo anders solche quadratischen Wellen gesichtet. Man muss allerdings sagen, dass es auf allen Ozeanen Wellen gibt, die sich kreuzen. Ist aber der Winkel flacher, mit dem sie sich aufeinander zubewegen, scheint es so, als kämen die Wellen aus der gleichen Richtung, auch wenn sie es nicht tun. Außerdem verlieren Wellen langsam an Schwung, je weiter sie wegdriften. Das heißt, ihr Kamm, also die Spitze der Welle, wird runder und ist weniger zackig. Die besonderen Wind- und Wetterverhältnisse auf der Insel Reh bilden quasi den perfekten Sturm, der die Wellen der Kreuzsee bildet und die wir dann deutlich sehen können. Es war das Jahr 2009 in Italien. Ein Mann saß in seiner Küche. Dann sah er einige flackernde Lichter. Und er wusste genau, was zu tun war. Er brachte seine Familie an einen sicheren Ort. Ein paar Sekunden später erschütterte ein schweres Erdbeben die ganze Region. Dank seiner schnellen Reaktion überlebte seine Familie. Er hatte richtig erkannt, dass diese flackernden Lichter die Vorzeichen eines Erdbebens waren. Diese mysteriösen Lichter haben die Leute schon früher gesehen, aber damals dachte man, das sind Zeichen aus dem Weltall. Auch in der Wissenschaft hat man sie früher nicht ernst genommen. Aber nach der Erfindung der Fotografie tauchten immer mehr Fotos von diesen seltsamen Lichtern auf. Und schon bald wurde allen der Zusammenhang klar. Die Lichter tauchen auf und kurz danach bebt die Erde. Nach einigem Herumstöbern in alten Aufzeichnungen fand man doch tatsächlich Notizen über diese Erdbebenlichter, die vor Hunderten von Jahren gemacht wurden. Sie wurden als bläuliche Flammen beschrieben, die kurz vor einem Erdbeben aus dem Boden kamen. Oh, gruselig. Die Weihnachtsinselkrabben veranstalten einmal im Jahr ein erstaunliches Naturspektakel. Es ist ihre Wanderungszeit, die von der Mondphase und den ersten Regenfällen zwischen Oktober und Februar bestimmt wird. Das genaue Datum kann man daher leider nicht vorhersagen. Die Krabben spüren, dass es losgeht und verlassen im Kollektiv ihre Heimat im Wald, um zum Meer zu wandern. Die Millionen von roten Krabben werden auf ihrer Reise über die Insel beobachtet. Es werden Straßensperren errichtet, damit sie sich ihren Weg ungehindert zum Meer bahnen können. Dort legen sie ihre Eier ab und machen sich dann wieder auf den Rückweg in ihren Wald, wo sie bis zur nächsten Wanderzeit bleiben. Kennst du lebende Brücken? Die findest du im indischen Bundesstaat Meghalaya. Sie bestehen komplett aus Wurzeln von lebenden Bäumen. Die verschlungenen dicken Wurzeln sind stark genug, um mehr als 50 Menschen zu tragen. Die dort ansässigen Stämme der Khasi und Yanchar haben die Kunst des verrückten Brückenbaus perfektioniert. Für sie sind sie ja auch wichtig, denn sie brauchen sie, um Bäche und Schluchten zu überqueren. Einige Wurzelbrücken sind sogar schon über 180 Jahre alt. Am Anfang pflegen die Brückenbauer die Wurzeln, bis sie lang genug gewachsen sind, um das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Es kann manchmal bis zu 15 Jahre dauern, bis eine Brücke gewachsen ist. Schon zu Beginn werden die Wurzeln eng miteinander verflochten, damit die Brücken schön stark werden. Und wenn eine Brücke quasi ausgewachsen ist, hält sie wohl mehr als 500 Jahre. Natürlich verrotten auch einige Wurzeln, aber dafür wachsen ständig neue nach. Das ist auch der Grund, warum diese ungewöhnlichen Konstruktionen auf Naturbasis so langlebig sind. Hast du schon mal Lichtsäulen gesehen? Ich meine diese bunten Lichtstrahlen, die entweder von der Erde zum Himmel aufsteigen oder von den Wolken herabscheinen.
Normalerweise treten sie auf, wenn es kalt ist, denn sie entstehen, wenn das Sonnenlicht von den in der Luft schwebenden Eiskristallen reflektiert wird. Je höher die Kristalle in der Luft schweben, desto höher ragen diese bunten Säulen empor. Wenn du Glück hast, kannst du sie meistens bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sehen. Überall auf der Welt verteilt gibt es Höhlen, die leuchten. Dieses Licht stammt von hunderten von kleinen Glühwürmchen, die es sich in den Höhlen gemütlich gemacht haben. Es gibt Höhlen, die sind weit über 30 Millionen Jahre alt. Die meisten davon sind in Neuseeland und Australien. Die Würmer selbst leuchten aber nicht, sondern die Babywürmer, Larven genannt. Sie bilden Seidenfäden aus Schleim und daraus spinnen sie Netze. Und genau diese Netze beleuchten eine gesamte Höhle. Aber eigentlich wollen die Glühwürmchen damit nur fliegen und andere leckere Insekten zum Futtern fangen. Regenbogenbäume sind zu 100% echt. Diese farbenfrohen Naturwunder stehen auf den Philippinen und in Indonesien und werden Rainbow Eucalyptus oder Rainbow Gum genannt. Die prachtvollen Regenbogentöne entstehen durch den Farbkontrast zwischen alter und neuer Rinde. Wenn sich die dünnen Oberflächenschichten der Rinde ablösen, kommen neue Schichten mit helleren, auffälligeren Farben zum Vorschein. Die neue Rinde ist erst grün, dann wird sie lila, dann rot und schließlich braun. Das passiert, weil diese Bäume Chlorophyll enthalten. Du weißt schon, dass Chlorophyll die Pflanzen grün macht, stimmt's? Und mit zunehmendem Alter verliert die Rinde ihr Chlorophyll und verändert dadurch langsam ihre Farbe. Denk mal an den gefährlichsten Vogel der Welt. Bestimmt kommt dir jetzt ein Adler oder Geier in den Sinn. Doch überraschenderweise sind es Kasuare, die mehr Schaden anrichten als die gerade eben genannten Bösewichte. Die größte Kasuar-Spezies ist in etwa so groß wie eine durchschnittliche Person und wiegt auch genauso viel. Diese plumpen Vögel können nicht fliegen, du ja aber auch nicht. Doch sie können schnell rennen, versuche also gar nicht erst abzuhauen. Sie können dich sogar bis ins Wasser verfolgen, Kasuare sind hervorragende Schwimmer. Sie erreichen bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Schnapp dir also lieber ein Auto, wenn ein Kasuar sauer auf dich ist. Aber keine Sorge, die greifen kaum jemanden an. Höckerschwäne sind wundervolle, elegante Geschöpfe. Zumindest gehen wir alle davon aus. Doch eines dieser 13 Kilogramm Viecher zu berühren ist eine schlechte Idee. Sie besitzen knochige Sporen in ihren Flügeln, um Feinde auszuschalten. Und ihre Flügelspannweite beträgt ungefähr 2,5 Meter. Da willst du keins übergezogen bekommen. Und sie beißen auch. Geh niemals zu nah an einen Schwan ran. Menschen werden öfter attackiert, vor allem wenn Jünglinge in der Nähe sind. Und als ob das nicht schon reichen würde, machen sie auch noch Lärm. Die können laut fauchen und sogar bellen. Alles Zeichen dafür, dass du ihnen zu nahe kommst. Menschen und Elstern haben schon immer irgendwie eine Hassliebe zueinander gepflegt. Diese mittelgroßen Vögel können manchmal sehr aggressiv sein, doch wenn du sie gut behandelst, könnt ihr genauso gut Freunde werden. Elstern können sich Gesichter merken und zu deinem Balkon zurückkehren, wenn du ihnen etwas Leckeres bereithältst. Wenn du sie allerdings ärgerst, werden sie sich auch das merken und Groll gegen dich hegen. Also pass auf deine Augen auf. Pelikane stehen für Liebe und man sagt ihnen nach, sie würden ihr Leben für ihren Nachwuchs geben. Ah, dann leuchtet mir ein, warum sie ihre Beute runterschlingen können, ohne sie zu kauen oder zu zerteilen. Bleibe ihrem Nest lieber fern. Klar, du bist kein winziger Fisch und Pelikanschnäbel sind zu klein für ein menschliches Wesen. Aber du willst ja nicht gebissen werden, oder? Okay, der hier wird dir nur durch seinen Namen Angst einjagen. Der Schuhschnabel ist ein beeindruckend großer Vogel. Mit bis zu 1,5 Metern ist er fast so groß wie ein Mensch. Kein Wunder, dass die sich mit Krokodilen anlegen. Na gut, mit Babykrokodilen. Aber für einen technischen K.O. brauchen sie nur ihre superkräftigen Kiefer. Immer noch keine Angst? Ein Schuhschnabel macht auch angsteinflößende Geräusche, wie aus einem Blockbuster. Falls du glaubst, dass diese feigen Straußenvögel keine Gefahr darstellen, liegst du doppelt falsch. Zuerst mal stecken sie ihren Kopf nicht wirklich in den Sand. Das ist nur eine optische Täuschung. Wie sollen die im Sand überhaupt atmen? Zweitens sind diese Kreaturen überfürsorgliche Eltern. Falls du dich also ihren Jungen näherst, verfolgen dich diese schwergewichtigen Biester mit einer Geschwindigkeit so schnell wie ein Auto in der Stadt.
Reicht das nicht? Na gut, Strauße sind die allernächsten Verwandten zum T-Rex, zusammen mit Hühnern. Schopfhühner sehen relativ harmlos aus, abgesehen von ihrem faulen Geruch, aber das ist eine andere Geschichte. Doch ihre Babys haben berüchtigte Fluginstrumente. Die Flügel der Kleinen besitzen zwei ausgeprägte Krallen, die zwei Funktionen haben. Erstens wehren sie Angreifer ab und zweitens helfen sie an Bäumen hochzuklettern, falls das Baby aus dem Nest fällt. Nachdem sie ausgewachsen sind, verschwinden die Krallen, wie bei uns die Milchzähne. Manchmal kommt es nicht auf die Größe an. Wärst du ein Kolibri, müsstest du ungefähr 150 Kilogramm Nahrung zu dir nehmen, um mit einem Stoffwechsel dieses kleinen Wesens dein Normalgewicht zu halten. Deine Lebenszeit wäre allerdings kürzer. Nach 3 bis 5 Jahren ist nämlich Schluss. Wenn du deine Haare färbst, hast du womöglich mehr Ähnlichkeit mit einem Bartgeier, als du denkst. Wir sind vermutlich die einzigen zwei Spezies auf der Welt, die sich ihre Haare absichtlich färben. Geier färben ihre Federn mit Roterde, um anderen Vögeln ihre Dominanz zu zeigen. Was Menschen betrifft, naja, wir lieben Veränderungen. Der kalifornische Kondor ist vielleicht nicht so groß wie ein Flugzeug, aber trotzdem groß. Ihre Spannweite beträgt fast 3 Meter. Die sind potenziell auch gefährlich für den Menschen, aber die Chancen, dass du auf einen triffst, sind ziemlich gering. In den USA gibt es nur ungefähr 200 von ihnen. Da stehst du also und suchst verzweifelt im Kühlschrank nach etwas Essbarem, aber du weißt einfach nicht, was du wirklich willst. Wärst du eine Tasman-Erddrossel, würdest du einen fahren lassen. Klingt gewöhnungsbedürftig, aber auf die Weise suchen diese Vögel nach Regenwürmern. Sie starten einen Gasangriff, damit die Würmer gelähmt werden und voilà, leichte Beute für eine Tasman-Erddrossel. Also Nase zuhalten und guten Appetit. Okay, genug von diesen merkwürdigen Stories. Schauen wir mal in den Himmel. Wahrscheinlich würdest du keinen Giftvogel auf dieser Liste erwarten, aber darf ich vorstellen? Der Zwei-Farben-Pituhui. Wissenschaftler fanden heraus, dass diese Wesen giftig sind, nachdem sie nach Umgang mit diesen Vögeln Taubheit und ein brennendes Gefühl verspürten. In ihren Flügeln befinden sich lauter Giftstoffe, besonders auf deren Unterseite. Die Vögel selbst produzieren keine Giftstoffe. Sie übertragen sie womöglich nur durch die Käfer, die sie verzehren. Oder wie wär's mit der Sporengans? Diese Kerle sind auch für ihre giftige Seite bekannt. Ihre Giftigkeit bekommen sie durch das Herumkauen auf Blasenkäfern. Es macht überhaupt nichts aus, sie anzufassen, aber so eine Gans zu essen könnte zu irreversiblen Schäden führen. Das Gift bleibt auch nach dem Kochen erhalten. Ein anderer Vogel, den du nicht essen solltest, ist die Wachtel. Verwechsle sie nicht mit der japanischen Wachtel, die als Geflügel gesehen wird. Wachteln können wirklich giftig sein. Mit viel Pech könnte der Verzehr zu Nierenversagen führen. Das hängt aber davon ab, welche Pflanzen dieser Vogel frisst. Die guten Neuigkeiten, die Wachtel ist nur während der Wanderungszeit giftig. Ansonsten kannst du sie bedenkenlos, aber hoffentlich nicht, verzehren. Wenn du dir aber nicht sicher bist, solltest du auf den Vogel auf deinem Teller sowieso verzichten. Zu Muskelkater kann es zumindest auch kommen. Wenn du eine süße, fluffige Schneeeule entdeckst, schließe lieber deine Augen und hau ab. Die sehen vielleicht unschuldig aus, aber tatsächlich besitzen sie rasierscharfe Krallen und die wissen, wie man sie anwendet. Sie richten sie auf die verwundbarsten Stellen wie Kopf, Augen, naja, du hast verstanden. Leg dich nicht mit so einer Schneeeule an. Eine andere Spezies, die du nicht ärgern solltest, ist der Walddickkopf. Wahrlich ein richtiger Dickkopf. Lass dich von seinen unschuldigen Augen nicht in die Irre führen. Präge dir genau ein, wie sie aussehen und fass sie niemals an. Die sind nämlich so giftig wie die gefürchteten Pfeilgiftfrösche in Zentral- und Südamerika. Blaukappenflöter mögen vielleicht klein sein, aber sie verfügen über einen toxischen Mechanismus, der die kleinen Vögel unverwundbar macht. Sie fressen nur ausgewählte Käfer, die sie mit speziellen Toxinen versorgen. Wenn du so einen Vogel auch nur anfasst, wirst du mit Taubheitserscheinungen kämpfen müssen. Blaukappenflöter sind auch nicht essbar, weil die Gifte nicht abgekocht werden können. Steinadler sind die Gewichtheber der Vogelwelt. Sie können bis zu 1,8 Kilogramm tragen. Schildkröten und andere Beute heben sie mit Leichtigkeit.
Diese mächtigen Vögel sind sogar stark genug, um ein Kleinkind zu greifen, aber davon sehen sie eher ab. Auch interessant, in der Mongolei werden Steinadler gehalten, um Wölfe zu jagen. Gänse leben seit Jahren in der Nähe von Menschen, doch sie sind uns gegenüber trotzdem skeptisch eingestellt, wenn wir ihrer Brutstätte zu nahe kommen, vor allem während der Paarungszeit. Dann jagen und beißen Gänse auch gerne mal Menschen, wenn sie sie als Bedrohung für ihre Eier, bald Partner oder Babys sehen. Wenn du also nicht von diesen durchaus wütenden Vögeln angegriffen werden willst, hilft es nur, sich langsam zu entfernen. Die Möwen, die wir öfter am Himmel beobachten können, machen keine Probleme. Das Schlimmste, was sie dir hinterlassen können, sind Luftpakete, stimmt's? Tja, der Eindruck führt ziemlich in die Irre, da diese Vögel tatsächlich sehr aggressiv sind. Aber wie bei jeder anderen Art werden sie nicht feindselig, nur weil ihnen danach ist. Die Regel ist also wieder einfach. Fass diese Vögel nicht an und bleib von ihren Nestern fern. Falls die Zeitmaschine dann mal erfunden werden sollte, pass auf, welchen Vögeln aus der Vergangenheit du begegnen willst. Velociraptoren sind längst ausgestorben, das gilt ja für alle Dinosaurier. Aber diese Dinos hatten Krallen und Federn, was sie eher zu Vögeln und nicht zu schuppigen Echsen macht. Übrigens, das ist die Art von Krallen, von der du dich fernhalten solltest. Die können alles zerschneiden. Falls du lieber in die Zukunft reisen willst, sei auch da vorsichtig. Du weißt nie, was dich dort erwarten wird.